Die Trikobalt-Vorrichtungen sind bereit. Wir sind in Position. Feuer! Eine Explosion im All. Die Raumstation ist ausgelöscht, fliegt auseinander. Ist das wirklich so? Hört man das? Und sieht man die Flammen? An der Stelle muss ich ganz klar sagen, nein. Hier ist keine Wissenschaft, also kein Science im Science Fiction. Das ist nur Fiction. Das interstellare Medium, also das Medium zwischen den Sternen, ist so dünn, dass Schall, eine Druck- und Dichteschwankung, sich nicht ausbreiten kann. Nicht in den Frequenzen, die wir hören könnten, sondern in Frequenzen, die so niedrig sind, dass kein menschliches Ohr sich jemals hören kann. Viele, viele, zig Oktaven unter dem tiefsten C. Dass das Universum so leer ist, also kein Medium enthalten kann, was Schallwellen trägt, Schallwellen, die für uns hörbar wären, das merkt man schon daran, dass wir überhaupt was von dem Universum sehen können, nachts vor allen Dingen. Zwischen uns und der Sonne tagsüber ist ja offenbar nichts. Das sieht man ja schon daran, dass man die Sonne eben sehr gut sehen kann. Das ist jetzt wirklich mit dem gesunden Menschenverstand gedacht. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer von uns entfernt und wir sehen sie. Die Strahlung, die von ihr kommt, die wird mal abgesehen davon, dass irgendwelche Wolkendecken die Sicht verschleiern, kommt direkt zu uns und wunderbar. Mit bloßem Auge können wir 6000 Sterne am Himmel sehen und die sind teilweise doch einige 100 bis 1000, sogar zigtausend Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, zwischen uns und diesem Objekt ist nichts, was die Strahlung, also die sichtbare Strahlung in dem Fall, absorbieren könnte. Das heißt, das Universum darf nur eine gewisse Mindestdichte haben. Ansonsten nämlich würde die Strahlung absorbiert werden. Ja? Jetzt komme ich mal mit einem astronomischen Fachbegriff. Das ist der Begriff der Sichtlinie. Das ist die Linie hin zum Objekt. Ja? Ich sammle die Strahlung entlang der Sichtlinie auf. Nehmen wir also an, zwischen mir und dem Objekt, also dem Stern, gibt es nichts sonst. Dann sammle ich natürlich von dem Stern nur die Strahlung auf, die vom Orte des Sternes kommt. Und dazwischen? Wenn da Material dazwischen sein sollte, dann würde ich natürlich entlang der Sichtlinie die ganze absorptionsfähige Materie aufsammeln. Ja, immer her. Ich würde die aufsammeln. Die Tatsache also, dass ich den Stern sehen kann, bedeutet, dass zwischen mir und diesem Stern entlang der Sichtlinie kein Material sein kann. Kommen wir doch mal zu Zahlen. Ja? Also die Herrschaften haben eine Raumstation zerstört. In unserer Milchstraße. Zwischen gewissen Sektoren. Wie hoch ist die Dichte im interstellaren Medium? Ein Teilchen pro Kubikzentimeter? Sagt Ihnen das was? Nur mal zum Vergleich. Ein Kubikzentimeter Luft enthält 3×10^19 Atome. Das heißt also, der Unterschied zwischen der Erde und dem interstellaren Medium sind 19 Größenordnungen in der Dichte. 19 Größenordnungen. Würden wir uns eine Episode angucken, wo die Raumschiffe sogar zwischen den Galaxien hin und her sich bewegten, hätten wir noch weniger Teilchen. Im intergalaktischen Medium, also zum Beispiel zwischen der Milchstraße und Andromeda oder Milchstraße und den kleinen Magellanischen Wolken, da haben wir 100 Teilchen pro Kubikmeter. Pro Kubikmeter, merken Sie, Kubikzentimeter, Kubikmeter. Ein Kubikmeter enthält 1 Million Kubikzentimeter. Das heißt, zwischen den Galaxien ist noch weniger. Also, es ist nicht möglich, dass im Raum, der so dünn besetzt ist mit Material, also mit Materie, mit Protonen, Elektronen, Neutronen, so ein Kram wie Sie und ich, dass da sich nennenswert eine Schallwelle ausbreiten kann, die hörbar ist. Und Flammen auch nicht. Ich meine, wir sind natürlich Feuer und Flamme für Star Trek, aber da draußen breiten sich keine Flammen aus, nix. Entschuldigen Sie den Karlauer, aber es muss mal gesagt werden. Das Universum erlaubt keine Verbrennung in diesem Sinne, wie wir das von hier kennen.
da verbrennt nichts. Da ist kein Sauerstoff vorhanden, da ist auch sonst kein Stoff da, der in erheblicher Menge in der Lage wäre, eine Verbrennung anzutreiben. Was allerdings für einen Raumreisenden immer spürbar wäre, das wäre der Druck. Die Druckwelle. Also wenn da was explodiert und diese Druckwelle kommt tatsächlich irgendwann mal einem Raumschiff an, dann spürt der Raumreisende das natürlich, das ist ja klar. Denn Druck heißt ja hier gewissermaßen das Produkt der Teilchendichte, die ich ja schon erklärt habe, sehr dünn ist, multipliziert mit der kinetischen Energie. Und die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, die geht mit der Geschwindigkeit zum Quadrat. Wenn also so eine Raumstation auseinanderfliegt und die ganzen Brocken mit ein paar hundert Meter pro Sekunde oder möglicherweise, wenn es noch schlimmer kommt, bei einer Sternexplosion zum Beispiel, mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde, wenn also die Teilchen mit dieser Affengeschwindigkeit davonfliegen, dann führt das insgesamt, obwohl die Teilchendichte so gering ist, zu einer Druckwelle, die dramatisch ist. Die ist irre. Die ist so irre, dass die es eigentlich gar nicht überleben dürften. Also manche dieser Druckschwankungen, die da draußen auftauchen, sind so stark, dass wenn das Raumschiff sozusagen in der falschen Richtung liegt, es einfach derartig durchgeschüttelt wird, dass es kaum mechanisch stabil bleiben kann. Das ist übrigens interessant. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, bei all diesen raumfahrenden Serien gibt es ja immer so eine Vorzugsrichtung. Ein Raumschiff fliegt von A nach B. Das fliegt jetzt nicht so oder so, sondern immer geradeaus. Obwohl es im Universum, also namentlich in der Milchstraße, kein Oben und kein Unten gibt, ja, gibt es doch dann, wenn man das darstellt, immer so eine Vorzugsrichtung. Ja? Deswegen haben die ja wahrscheinlich auch so eine Form, die Raumschiffe, als ob da was Aerodynamisches dran sein könnte. Ne? Obwohl es da draußen ja gar kein Medium gibt, was sie irgendwie abbremsen kann. Aber das Interessante ist, wenn man in der Nähe einer Explosion ist, dann sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Denn da, wo die Explosion ist, und da, wo die Explosion nicht ist, dazwischen kann man eine Richtung darstellen. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, nicht, dass Sie da denken, jetzt rede der Unsinn, das, was ich eben gesagt habe, die Lage des Raumschiffes relativ zur Explosion, nämlich senkrecht dazu oder parallel, macht einen erheblichen Unterschied, wie das Raumschiff darauf reagiert. Aber summa summarum muss man ganz klar sagen, Geräusche und Flammen haben in Science-Fiction-Geschichten und namentlich in Star Trek im Grunde genommen nichts zu suchen. Und ich finde, wir sind jetzt alle alt genug. Wir gucken das lange genug. Wir wissen, dass das nicht sein soll. Und ich finde, die Macher könnten sich nun wirklich langsam mal darauf einstellen, uns Explosionen zu zeigen, wo keine Flammen mehr rauskommen und die man auch nicht hören kann. Selbst bei Maximalgeschwindigkeit würde es 75 Jahre dauern, die Föderation zu erreichen. Aber damit werde ich mich nicht abfinden. Irgendwo da draußen gibt es ein zweites Wesen wie den Fürsorger, das die Fähigkeit besitzt, uns viel schneller zurück nach Hause zu bringen. Wir werden es suchen. Wir werden nach Wurmlöchern Ausschau halten, nach Spalten im Raum und nach neuen Technologien, die uns weiterhelfen können. Irgendwo auf dieser Reise werden wir einen Weg zurückfinden. Mr. Paris, setzen Sie einen Kurs. Nach Hause. Boah, da läuft es einem ja kalten Rücken runter. Irgendwo werden wir einen Weg finden nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist ja Irrsinn. 75 Lichtjahre, ne? Das ist ja, wie weit ist das? Ach so. Also zur Sonne sind es 8 Lichtminuten, also 150 Millionen Kilometer ist der Abstand Erde-Sonne. Ja, der Mond ist knapp 400.000 Kilometer von uns entfernt, das ist etwas mehr als eine Lichtsekunde. Wir sind jetzt mit unseren Sonden im Sonnensystem mal gerade, was haben wir neulich noch gesehen? Ja, Saturn war doch noch was. Wir sind auf dem Weg zum Pluto, wir haben schon mal ein paar Sonden tatsächlich aus dem Sonnensystem rausgeschickt. Das ist alles im Bereich von Lichtstunden, ja, einem halben Lichttag vielleicht, wenn es hochkommt. Das ist alles. Und ein Mensch hat also seinen Fuß bis jetzt nur auf einen einzigen anderen Himmelskörper gestellt, nämlich auf den vom Mond. Vielleicht wird man in 30, 40 Jahren am Mars sein. Aber 75 Lichtjahre, ein Lichtjahr, das ist so lange, wie das Licht braucht, um das ist unglaublich, 300.000 Kilometer pro Sekunde, ist das, was die Lichtgeschwindigkeit darstellt. Ein Jahr
ein Jahr 86.400 Sekunden mal 365 mal 300.000 Kilometer. Das ist ein Lichtjahr. Es ist unglaublich weit. Und da liegt auch das Problem, das Riesenproblem. Wenn man eine Reise in den Weltraum antritt, dann kann es einem passieren, dass man nie wieder nach Hause kommt. Nicht deswegen, weil da keiner mehr ist oder weil man nicht zurückkäme. Nee, im Gegenteil. Man kommt zurück, aber die Menschen, die man damals verlassen hat, die gibt es schon lange nicht mehr. Und es weiß noch nicht mal irgendjemand auf dem Planeten, wer man sei. Weil inzwischen sind auf diesem Planeten nämlich 3.000, 5.000 Jahre vergangen oder 10.000 Jahre, wenn man Pech hat. Da schlägt nämlich die Relativitätstheorie, die schlägt da gnadenlos zu. Da wird die Theorie zur Praxis. Wenn man sich mit so hohen Geschwindigkeiten durchs All bewegt, dass man nah an die Lichtgeschwindigkeit rankommt, dann geht die Uhr, die sich mit mir bewegt, die geht so langsam, dass es einen graust. Nehmen wir an, ich verabrede mich mit jemandem für nächsten Dienstag um 15 Uhr, fliege mit meinem Raumschiff los, ja, mir fällt was hin während des Fluges, ich verrutsche sozusagen, rutsche mit dem Finger von der Beschleunigungstaste, gebe zu viel Gas, auf Deutsch gesagt, also mein Triebwerk kann mal für 5 Sekunden zünden, ich erreiche 98% Lichtgeschwindigkeit und die Sache ist gelaufen. Das Rendezvous wird niemals stattfinden. Denn meine Uhr, weil ich mich zwischendurch so schnell bewegt habe, meine Uhr ist so langsam gegangen, dass bei mir quasi nur wenige Sekunden vergangen sind. Aber bei dem anderen, der sich nicht bewegt hat, sind 7.000 Jahre vergangen. Den Dienstag gibt's gar nicht mehr, wo wir uns verabredet haben. Das ist das Problem. Jetzt stelle man sich mal vor, man würde einer solchen Schiffscrew angehören, die irgendwo in einem Raumbereich in der Milchstraße verschwunden ist, schräg in der Raumzeit hängt und nun sucht man einen Weg nach Hause. Das Beste, was denen noch passieren kann, ist, dass sie langsam fliegen. Schön langsam. Wenn sie zu schnell fliegen, dann wird derartig viel Zeit vergehen auf dem Planeten, den sie anfliegen wollen, dass auch kein Mensch mehr weiß, wo sie herkommen. Geschweige denn, zu welcher Konföderation die denn gehören. Die brauchen also solche interstellaren Abkürzungswege wie die Wurmlöcher. Ansonsten ist eine interstellare Raumfahrt gar nicht möglich. Also so wie wir uns das vorstellen, so mit dem Auto mal von A nach B, könnte man auch mit dem Raumschiff von A nach B fliegen. Das kann man vergessen. Das geht nur relativistisch. Also mit Geschwindigkeiten in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Aber das ist auch sehr frustrierend. Weil es nämlich bedeutet, wenn man diese Abkürzungsstrecken, diese Wurmlöcher nicht findet, wenn es einem nicht gelingt, die Raumzeit so zu krümmen, dass man sich mit aberwitziger Geschwindigkeit bewegen kann, um es mal so auszudrücken, dann verliert man seinen Kontakt zur Heimat. Da gibt es keine Freunde mehr, da gibt es keine Bekannten mehr, nix. Alle diejenigen, die sich aufmachen ins Weltall und diese Wege nicht finden, die man bei Star Trek schon gefunden hat, ja, die haben ihren Kontakt nach Hause verloren. Da geht gar nichts mehr. Das klingt jetzt ein bisschen deprimierend. Aber es ist so. Interstellare Raumfahrt ist eine hochgefährliche Angelegenheit. Gucken wir uns mal wenigstens noch mal für einen Moment an, wo könnte man denn überall hinreisen? Also wir haben ja eben gehört und gesehen, 75 Lichtjahre. Das ist jetzt für mich als Astronomen, würde ich sagen, quasi vor der Haustür. Denn die Milchstraße ist ein Sternengebilde von einer Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren. Also in der Hier-Physik, in der Physik-Physik, würde eine Pizzabestellung von einem Rand der Milchstraße zum anderen 100.000 Jahre dauern. Das ist also die Wirkungsgeschwindigkeit, ist ja nun mal die Lichtgeschwindigkeit. Ich kann es nicht ändern. 100.000 Lichtjahre. So groß ist die Sterneninsel, die wir Milchstraße nennen. Und in dieser Sterneninsel gibt es 100 Milliarden Sterne. Also im Prinzip gibt es genügend Anflugziele. Nur will man tatsächlich überall dahin, wo es auch möglicherweise hochgradig gefährlich ist. Also die Milchstraße setzt sich zusammen aus einem zentralen Sternhaufen in der Mitte. Da ist sogar ein schwarzes Loch drin. Und da gibt es sehr, sehr viele Sterne, die für ein Raumschiff außerordentlich unerfreuliche Eigenschaften haben. Also die sind hochgradig variabel, haben sehr starke Sonnen, also Röntgenausbrüche. Das ist alles nicht besonders schön. So, ich würde sagen, der richtige Reisebereich für ein normales Schiff der Sternenflotte ist die berühmte grüne Zone. Das ist die Zone, wo auch die Sonne drin ist. Das ist so ein Grüngürtel um das Zentrum der Milchstraße drumherum. Wir sind 27.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Und in diesem Grüngürtel, da gibt es all die Sonnen und Sterne damit, die möglicherweise die Eigenschaft haben, um sich herum Planeten gebildet zu haben, die dann tatsächlich auch Leben haben. Also astronomisch gesprochen ist der Bereich
in dem sich das Ganze tatsächlich abspielen sollte, wo ein Raumschiff hinfliegen kann, wohl definiert. Nämlich da, wo genügend Bedingungen erfüllt sein können, sodass auch Leben auf einem Planeten entstanden sein kann. Aber summa summarum, um das nochmal zu sagen, ist die Reise ins Universum eine zutiefst unmenschliche Angelegenheit. Die Eigenschaften des Universums, und das merkt man auch bei Star Trek, sind so, dass wir eigentlich am allerliebsten nach Hause fliegen. Der Computer wird uns einen Fall bieten, der eines Sherlock Holmes würdig ist. Aber er wird nicht so sein, wie ihn sich Sir Arthur Conan Doyle ausgedacht hätte. Er wird also etwas Neues sein, etwas, das sich der Computer ausdenkt. Ja, ganz richtig. Sind Sie damit einverstanden, Doktor? Wir werden sehen. Programm vollständig. Sie können eintreten. Weiße Pastin! Komm, weiße Pastin! Fisch, ganz frisch gefangen! Pastin! Fische! Heiße Pastin! Direkt vom Land! Heiße Pastin! Das ist in der Tat sehr beeindruckend. Ihr erster Besuch auf einem Holodeck, Doktor? Ich war noch nie auf einem, das so perfekt arbeitet. Wie ist es nur möglich? Das richtige London erstreckt sich doch über hunderte von Quadratkilometern. Dieses London ist natürlich nicht größer als das Holodeck, aber der Computer gleicht das aus, indem er weiter entfernte Gegenden auf die Wände projiziert. Und zwar so geschickt, dass Sie eine Wand berühren müssen, um zu merken, dass sie da ist. Und wenn man weitergeht, ändert der Computer die Gegend. Was tun wir jetzt, Holmes? Wo wollen wir hingehen? Ja, da geht man durch das London des 19. Jahrhunderts, hat seine Kalabash-Pfeife in der Hand und fühlt sich wie Sherlock Holmes. Holodeck, eine irre Angelegenheit und offenbar hochgradig notwendig für Wesen, die sich in einem Raumschiff befinden und die durchs Weltall reisen. Und wieder mache ich jetzt erstmal den Physiker. Das Holodeck ist etwas, was im Grunde genommen eine Weiterentwicklung einer Technologie ist, die wir heute im 21. Jahrhundert schon haben. Die haben wir auch schon im 20. Jahrhundert, nämlich Hologramm. Man tut einfach so, als ob etwas da wäre, indem man das Reflexionsverhalten dieses Körpers perfekt auf Platte band. Also auf eine fotografische Platte oder auf einen Film oder zum Beispiel mit Hilfe von Lasern im Dreidimensionalen darstellt. Dann hat man ein Hologramm, das ganze Ding. Holos, das ist das Ganze. Da hat man alles da. Wunderbar. Und sowas haben wir heute schon und dann kann man tatsächlich auch so tun, als ob, was man natürlich nicht kann, man kann es nicht anfassen. Das heißt, man kann da hineinfassen, nur da ist nichts. Denn das, was man da dargestellt hat, ist ja nur das Reflexionsverhalten des Objektes, was man gerne in vollständiger Dreidimensionalität darstellen möchte. Also, das ist noch weit entfernt vom Holodeck, wo sich Dinge ständig verändern müssen, wo eine Gesamtsituation komplett dargestellt werden muss. Und zwar natürlich möglichst so, dass sich unser Gehirn, mal abgesehen von der ständigen Tatsache, dass es weiß, dass es sich in einem Holodeck befindet, sich trotzdem stimulieren und inspirieren lässt davon. Das heißt, da ist eine Menge Anforderung an Computer. Und zwar eine so riesen Anforderung, dass ich sagen würde, das kann man eigentlich wahrscheinlich vergessen. Aber sei es drum, fragen wir die Frage, die vielleicht viel interessanter ist, warum gibt es überhaupt sowas an Bord eines Raumschiffes, der Flotte? Naja, es ist ja dazu da, um Leute zu inspirieren und mal was anderes erleben zu lassen. Denn es ist ziemlich öd in so einem Raumschiff. Im Grunde genommen ist es ziemlich langweilig. Machen wir doch mal nur ganz kurz mal einen Versuch, nur mal für Spaß. Nehmen wir an, wir flögen jetzt von der Erde zum Mars, zugegebenermaßen mit der Technologie des 21. Jahrhunderts. Was wird uns denn erleben? Ja, wir würden da, sagen wir mal, in einer Aluröhre sein. Kann ruhig so groß sein wie ein Einfamilienhaus meinshalben. Aber wir können schon mal absehen, wir brauchen 6 Monate bis dahin. Hinter uns, der blaue Planet wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und vor uns der rote wird nicht größer und wird nicht größer, nicht größer, nicht größer, nichts. Was machen wir denn jetzt? Gut, da kann man eine ganze Weile kann man aus dem Fenster gucken, kann natürlich Experimente durchführen, aber irgendwann wird's öd an Bord. Und um solche langen Reisen durchzuhalten, müsste man möglicherweise tatsächlich
die Passagiere in dem Raumschiff in eine Art von virtuelle Realität schicken, damit sie sich sozusagen geistig, auch geistig dabei bleiben und nicht so in einem Phlegma vergehen und sagen, naja, warten wir halt noch, haben noch 3 Monate, 180 Tage bis zum Mars, was machen wir da? Mal gucken. Ja, so wären die Tatsachen, also so ist es de facto. Nun kann man natürlich, in den Sendungen sieht man das ja nie so, diese Öde. Wenn da durch die Lichtjahre geflogen wird, selbst wenn man 25% Lichtgeschwindigkeit fliegt, mit dem Impulsantrieb, ja, das zieht sich. Ich meine, von hier bis zum nächsten Stern würde man also dann eben nicht 4 Lichtjahre, also 4 Jahre brauchen, sondern würde man eben 16 Jahre brauchen. 16 Jahre, stellen Sie sich das mal vor, was das für eine Länge ist. Was machen 16 Jahre in einem Raumschiff? Da ist ja auch nicht ständig was zu tun, weil es nämlich auch unter anderem, weil es ja die Möglichkeit für das Holodeck gibt, wie wir es gesehen haben, wird ja alles auf diesem Raumschiff vom Computer kontrolliert. Der hat das Ding ja komplett in der Hand. Also nicht in der Hand, jetzt hat er keine Hände, aber er kontrolliert jede einzelne Funktion. Das heißt, der Computer spielt eine überragende Rolle. Warum also nicht die Gelegenheit wahrnehmen, die stimulierende Rolle eines Holodecks dann tatsächlich zu benutzen? Also für Weltraumreisende scheint das eine Sache zu sein, die ist absolut notwendig. Das ist eine Bedingung, ohne die es nicht gehen wird. Ansonsten wird man da wahrscheinlich sowas bekommen wie Island Madness. Ja? Das passiert tatsächlich. Da, wo es besonders langweilig ist, das kann ja da auch dadurch passieren, dass es irgendwo besonders schön ist. Man macht das Fenster auf, another bloody day in paradise, legt sich wieder ins Bett und wird völlig phlegmatisch. So kann auch eine Weltraumreise zum völligen Phlegma führen, weil nichts mehr passiert, was sozusagen einem von einem was verlangt intellektuell. Und da wäre ein Holodeck natürlich eine tolle Geschichte. Dass man sich sozusagen ablenken kann, dass man sich stimulieren lassen kann, dass man sich in Geschichten hineinversetzen kann. Nur, wie weit geht das? Wie weit geht eine solche Ablenkung? Durch etwas, von dem man weiß, dass es sich um eine Ablenkung handelt. Das ist übrigens eine interessante philosophische Frage. Was ist die Welt, die ich außerhalb von mir wahrnehme? Ist es vielleicht nur eine Simulation? Gibt es die gar nicht, die Welt? Vielleicht ist das Ganze ja nur ein Trick von irgendeinem Gehirn, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Also, könnte es ja sein, dass alles, was ich erlebe, ich jetzt zum Beispiel, ich stehe hier im Studio und bilde mir ein, ich würde in eine Kamera hineinsprechen. Ja? Und vor mir würde sich eine Kamera auf einem Gestell langsam bewegen. Ich bilde mir das alles nur ein. Vielleicht ist es ja alles nur, solchen Leuten sage ich eigentlich immer, setzt euch doch mal vor eine Herde wild gewordener Nashörner. Ihr könnt euch ja entscheiden, ob das alles nur Einbildung ist. Ja? Wenn sie über euch getrampelt sind und ihr lebt noch, dann war es nur Einbildung. Vielleicht ist es mir ja auch selber eine Einbildung. Aber das ist eine interessante Frage. Was ist eigentlich etwas, worauf ich mich hundertprozentig verlassen kann? Beim Holodeck ist es so ein Zwischending. Ja? Wenn ich mich ganz drauf einlasse auf eine Simulation, auf ein solches Holodeck, dann werde ich für eine gewisse Zeit überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Etwas, was natürlich ein guter Kinofilm zum Beispiel heutzutage auch mit uns macht. Eine richtig gute Geschichte. Ja, also eine richtig gute Geschichte. Also mit anderen Worten, irgendeine Episode aus Star Trek, mit anderen Worten. Die nimmt uns ja mit. Ja? Da sind wir für eine Weile einfach auf diesem Planeten überhaupt nicht vorhanden. Da brauchen wir kein Holodeck dafür. Und eine schlechte Geschichte, da tut sie gar nichts. Ja? Eine richtig gute Geschichte nimmt uns tatsächlich mit. Aber irgendwann kommt natürlich dieser Rücksturz in die Wirklichkeit. Und was das eigentlich bedeuten würde für eine Raumschiffbesatzung, ja? Wenn sie sozusagen oft genug sich in dieses Holodeck hineingearbeitet hat, tolle Abenteuer erlebt hat und dann kommt man wieder zurück. Och, jetzt geht ja ganze Mist wieder los, jetzt habe ich wieder meine Schicht. Ja, was für eine Schicht eigentlich? Man hat ja auch keinen richtigen Tagesablauf in einem solchen Raumschiff, weil alles wird künstlich. Das ist durchaus ein Problem. Das heißt, Star Trek spricht mit dem Holodeck etwas an, was tatsächlich, zumindest nach meiner Ansicht, wenn wir in der Zukunft Weltraumfahrt betreiben werden, von ganz großer Wichtigkeit sein wird. Nämlich, wie halten wir die Menschen, die wir in Raumschiffen durchs Weltall schicken, wie halten wir die eigentlich geistig aktiv? Wie halten wir die daran, dass die überhaupt motiviert sind, irgendwo hinzureisen? Ja? Aber wie halten wir sie so aktiv, dass sie auch tatsächlich
nicht immer wieder in so eine Art von Wirklichkeitsdepression zurückfallen, weil es eben doch ewig und 3 Tage gedauert hat, bis sie irgendwo hinkommen. Und wieder hat Star Trek hier ein Thema aufgemacht, was nicht nur technologisch von allergrößtem Interesse ist, sondern auch in seiner gesamten Bedeutung durchaus für die Zukunft einer weltraumfahrenden Zivilisation von der Erde wirklich sehr, sehr wichtig wird. Also wir müssen darüber mal wieder sprechen. Ein Holodeck ist noch kein Thema für die Wirklichkeit, aber vielleicht wird es das ja mal irgendwann. Und im Übrigen gilt nach wie vor, dass die tollsten Geschichten immer noch das Leben schreibt und nicht ein Softwareprogramm. Fassen wir mal zusammen, was wir wissen. Es gibt Außerirdische, die durch eine Zeitreise auf die Erde gelangt sind. Was ist, wenn sie aus irgendeinem Grund unsere Geschichte zu verändern versuchen? Eine Art Guerillakrieg vielleicht? Wir müssen annehmen, dass eine Bedrohung vorhanden ist. Wenn nicht für uns, dann für die Erde des 19. Jahrhunderts. Wir müssen ergründen, worin diese Bedrohung besteht, Mr. LaForge. Wir sollten versuchen, mit diesen Lebensformen zu kommunizieren. Tja, wir sollten versuchen, mit diesen Lebensformen zu kommunizieren. Ja, ja, ja. Wenn sie mal hierher kämen. Das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Überhammer, wenn definitiv auf der Erde Außerirdische landen würden. Also nicht nur irgendwo in einem Kleiderschrank, so à la E.T. oder bei irgendeinem Wiesbadener Schrotthändler, sondern wirklich richtig so, soll ich sagen, ja? Berlin, Potsdamer Platz, von oben segelt ein Raumschiff runter, landet, wildfremde Außerirdische sozusagen, die da rauskommen. Das wäre doch irre. Das wäre doch, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. An der Stelle könnten wir eigentlich die Sendung beenden, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Nee, aber es ist natürlich schon, man kann sich die Frage stellen, warum soll überhaupt irgendjemand uns auf unserem Planeten besuchen? Weil wir was Besonderes sind. Damit meine ich jetzt nicht die Krone der Schöpfung, nee. Aber wir sind ein besonderes Plätzchen. Zumindest in diesem Teil der Milchstraße gehören wir zu den wenigen Systemen, von denen man definitiv weiß, dass es sich um Planeten handelt, die um einen G-Stern, und zwar um einen Einzelstern herumlaufen. Vielleicht wäre es ja so, wie in dieser einen Science-Fiction-Geschichte, ich weiß gar nicht, von wem sie ist, da weiß man einfach in der Milchstraße, allgemein bekannt, es gibt diesen einen Planeten, der um diesen einen Stern da herumläuft, bei dem ab und zu mal der Trabant dieses Planeten diesen Stern komplett verfinstert. Und das sei der einzige Planet in der Milchstraße, bei dem das so wäre. Sie wissen, was ich meine? Ja, die regelmäßigen Sonnenfinsternisse. Schließlich sind die ja auf der Erde durchaus auch immer Anlass für Reisende, irgendwo hinzufliegen und sich mal anzugucken, wie es eigentlich aussieht, wenn die Sonne komplett durch den Mond abgedeckt ist. Das ist ja sehr, sehr eigenartig, sehr eigenartig. Ah. Komisches Licht. Und wahrscheinlich würden wir auch genauso eigenartig darüber denken, wenn direkt neben uns ein außerirdisches Raumschiff landen würde. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Wahrscheinlich wäre ich völlig platt, sprachlos, was in meinem Fall nicht sehr häufig vorkommt. Aber wieso sollen die uns besuchen? Jetzt mal Spaß beiseite. Warum sollten die uns besuchen? Nun, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die das ein bisschen plausibel zu machen. Nehmen wir zum Beispiel die Zoo-Hypothese. Ne? Da gibt es zum Beispiel die Hypothese, wir sind in einem Teil der Milchstraße, wo man eine Lebensform auf einem Planeten ganz in Ruhe sich entwickeln lassen möchte. Und die außerirdischen Raumschiffe, die wir hin und wieder mal sehen als nicht identifizierbare Flugobjekte, die wären nichts anderes als so ein bisschen die Safari, ja, wie soll man sagen, die Safari-Jeeps der Wildhüter. Ja, man möchte einfach, dass man uns hier nicht stört, sodass die Zivilisationen, die sonst in der Milchstraße ihr Wesen oder Unwesen treiben, uns in Ruhe lassen und auf diese Art und Weise können wir uns in Ruhe entwickeln. Sodass die Besuche von Außerirdischen praktisch sowas sind wie Wildhüterbesuche. Nur gucken, dass alles seinen Schick hat. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie sagt, dass hier und bei uns noch niemand gelandet ist, hat damit zu tun, dass wir völlig uninteressant sind. Wir haben schließlich noch nicht gezeigt, dass wir in der Lage wären, auch tatsächlich es wert zu sein, über längere Zeit auf dem Planeten zu leben. Und die dritte Hypothese sagt, es gibt gar keine Außerirdischen. Es gibt überhaupt keine in unserer Milchstraße. Wir sind die allerersten, die ersten intelligenten Lebewesen in der Milchstraße.
Weil nämlich die Entwicklung der Milchstraße jetzt erst so weit ist, dass genügend schwere Elemente, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter, in einer vernünftigen Menge, in einem vernünftigen Abstand von dem Zentrum der Milchstraße endlich entwickelt worden sind, erbrütet worden sind, sodass unser Planet Erde, der um die Sonne herumkreist seit 4,5 Milliarden Jahren, dass erst seit damals genügend schwere Elemente da sind, dass überhaupt Kohlenstoffeinheiten entstehen können. Also möglicherweise kriegen wir deshalb keinen Besuch von Außerirdischen, weil die noch gar nicht so weit sind. Das sind aber nur Spekulationen, denn bis jetzt hat uns ja noch keiner besucht. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass das, was Entdeckungen antreibt, genau das gleiche ist wie bei uns. Also zum Beispiel Geldgier. Ne? Einfach normale, ordentliche Geldgier. Könnten da die Außerirdischen bei uns was Besonderes holen? Ne? Wahrscheinlich eher nicht, denn die Währungen, die bei uns gelten, gelten da natürlich überhaupt nicht. Was soll das also? Macht nichts. Aber die Rohstoffe. Vorsicht, die Rohstoffe, da könnte vielleicht was dran sein. Denn unser Planet hat ja offenbar durch seine biologische Entwicklung durchaus eine gewisse Sonderstellung im Universum. Ja, soweit wir wissen. Er ist einer der wenigen Planeten, die Leben trägt. Das ist zumindest momentan der Stand der Dinge. Möglicherweise sind irgendwelche Rohstoffe auf unserem Planeten für die Außerirdischen von Interesse. Was wäre noch eine Möglichkeit? Also eine ganz dumme, jetzt nur unter uns. Eine ganz dumme Möglichkeit wäre natürlich, dass sie sich erholen wollen. Ja, doch. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie machen also so eine Ewigkeitsreise durchs interstellare Medium, haben keinen getroffen, die ganze Zeit immer mit den gleichen Leuten oder mit den gleichen, ja, wie soll ich, Leuten kann man ja nicht sagen, mit den gleichen Existenzen sozusagen im gleichen Raum. Hinter Ihnen schlägt keine Tür zu, wenn Sie mal sauer sind, immer nur. Die Leute werden mürrisch, zornig und die brauchen ab und zu mal Auslauf. Insofern kann es sehr gut sein, am besten gar nicht entdeckt zu werden. Also im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, plädiere ich hier dafür, sich zu überlegen, wie es in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Wie war das, der Unterschied zwischen Entdeckern und Entdeckten? Ja? Meistens waren diejenigen, die entdeckt worden sind, die Verlierer. Also vielleicht ist es gar nicht so gut, entdeckt zu werden. Vielleicht sollten wir uns am besten ganz ruhig verhalten. Und zwar so lange, bis wir endlich die Fähigkeiten haben, die bei Star Trek schon lange Wirklichkeit geworden sind. Dann sind die Außerirdischen gerne willkommen bei uns. Zu Gast bei Freunden. Bugschild auf Maximum. Die Phaser auf die Posten ausrichten. Feuer bereit halten. Schilde sind oben. Phaser auf Ziel ausgerichtet. Voller Impuls. Bringen Sie uns mitten durch. Die Peripherie ist durchquert. Das ging zu leicht. Der Angriff der Schlachtschiffe muss noch bevorstehen. Vielleicht aus dem Hinterhalt. Alle Torpedobänke laden. Phaser bereit halten. Aye, Sir. Wir nähern uns der Kommandostation. Scannen Sie die Verteidigungseinrichtung. Ich empfange keine Schiffe. Keine zusätzlichen Wachposten. Optimale Feuerentfernung in 55 Sekunden. Phaserbänke fertig, Photonentorpedos geladen. Wie ist die Verteidigungsfähigkeit der Kommandostation? Die Bewaffnung besteht aus 4 Laserkanonen und 39 Kobalt-Fusionssprengköpfen mit magnetischem Antrieb. Defensivschirm-Output beträgt 4,3 Kilojoule. Ein Photonentorpedo müsste reichen. Ein Photonentorpedo müsste reichen. Kobalt-Fusionsbomben mit magnetischem Antrieb und Phaserbänke. Also im Weltraum scheint es ja zuzugehen wie im Schlachtfeld. Junge. Also ich glaube, bei den Waffen, bei den Vernichtungsmaschinen, da sind wir am allernächsten an dem, was tatsächlich der Fall ist. Möglicherweise ist da der Unterschied zwischen Science und Fiction nur ganz wenig. Wir haben ja auf der Erde im Prinzip schon alles parat für diese Art von Vernichtungsmaschinen. Wir haben es ja geschafft. Wir haben schon Atome gespalten
in der Atombombe. Wir haben schon Atome fusioniert in der Wasserstoffbombe. Wir sind durchaus nah dran an diesen Maximalzerstörungen. Und im Weltall muss man bewaffnet sein, offenbar. Sonst kann man sich gegenüber den Feinden und den Gefahren, die da so drohen, offenbar nicht verteidigen. Also die Weiterentwicklung liegt eigentlich auf der Hand, dass es da was Neues gibt. Aber was geht denn da so? Geht da was? Phaser und Laser, ist da was zu holen? Klar ist eines, es muss Energie irgendwo gespeichert werden und kontrolliert an einem Punkt abgegeben werden. Darauf kommt es an. Da wollen wir hin. Also reden wir mal über etwas, was wir kennen, nämlich über Laser. Und reden wir über Phaser. Ja, Laser. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Wissen Sie ja alle, haben Sie alle, ne? Hier, Laserpointer kennen wir alle. Am CD-Spieler ist ein Laser drin. Beim Laser passiert etwas ganz Irres. Da wird, wie soll man sagen, das ist der perfekte Kommunismus. Billiarden und Aberbilliarden von Elektronen werden dazu gezwungen, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Also, um es klar zu sagen, physikalisch korrekt, es wird ein angeregter Zustand erzeugt. Ein Laser ist ein angeregtes System. Also sehr, sehr viele Elektronen werden gezwungen, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Das heißt, vorher werden die auf ein Energieniveau angehoben und dann schlagartig fallen sie alle wieder runter. Und das erzeugt ein ultraintensives Licht. Das muss jetzt kein Licht sein, also was man sehen kann. Das kann durchaus, daran arbeitet man zurzeit, das kann durchaus auch Röntgenstrahlung sein, möglicherweise sogar Gammastrahlung. Also Laser bedeutet in gewisser Weise eine unglaubliche Energiekonzentration und dann eine sehr kohärente Energieabgabe. Und darauf kommt es natürlich bei einer Waffe an. Zielen und ganz genau treffen, das ist das Perfekte. Also ein Laser ist etwas, das kennen wir. Na, klar. Reden wir mal über einen Phaser. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte darüber, wie ein Phaser funktioniert? Ein Phaser. Also ein Phaser, ein Phaser heißt eigentlich Phased Energy, das dritte Wort habe ich vergessen, Sapperlott, heißt auf Deutsch aber Berichtigung. Das ist also Phasenenergie in einer gewissen Art und Weise besonders verbessert abgegeben werden kann. Also die Tatsache, dass es der Star Trek-Flotte immer wieder gelingt, sei es nun in der Hand einen Handphaser zu haben oder auf der Flotte dann tatsächlich Phaserbänke aufzuladen, wo also Energie gespeichert wird, und dann schlagartig abgegeben wird, bedeutet, dass es gelungen ist, in einer gewissen Art und Weise das, was wir schon kennen, nämlich den Laser, noch weiter zu verbessern. Und jetzt will ich Ihnen was sagen. Das geht. Also jetzt nicht unbedingt so wie in dem Film, aber so ähnlich. Also was brauchen wir? Wir brauchen eine Speicherung von Energie. Und wie speichert man Energie am besten? Elektrisch, in Form von Kondensatoren. Es gibt zum Beispiel auf der Welt einige große Forschungsanlagen, die treiben etwas an, das nennt man Hochenergielaser oder Hochleistungslaser. Also für die Experten unter Ihnen Petawatt, also richtig viel Energie, ja, auf einmal schlagartig freigesetzt. Und diese Energie muss vorher gespeichert werden. Dazu rufen dann diese Institute, die diese Petawattlaser benutzen, beziehungsweise verwenden wollen, um damit Forschung zu betreiben, dann rufen die vorher beim Kraftwerk an, hört mal, legt mal eine Schippe drauf und dann sammeln die 3-4 Tage die Energie, die das Kraftwerk abgibt, auf, und zwar in Form von Kondensatorbänken, ja, so wie die Phaserbänke, und dann wird für einen Schuss wird diese ganze Energie freigesetzt. Das ist ein Riesenhammer, also ein echter Hammer, unglaublich. Also sowas geht. Es geht noch nicht, also in der Art und Weise, wie wir das da sehen können, dass da einer auf den Knopfdruck drückt und dann macht's bumm. So ist es noch nicht. Wir müssen also 3 Tage momentan warten, um die Energie einfach aufzusammeln. Aber im Prinzip geht sowas. Tatsächlich. Im Prinzip. Bei den Photonentorpedos, oh, da muss ich weit, weit, weit ausgreifen. Also Photonentorpedos, das sieht ja aus wie so eine Tasche voll Antimaterie, na? Die mal eben kurz woanders hingetragen wird und sich dort schlagartig zu Strahlung verwandelt. Also, ist ja hinreichend bekannt, es gibt Materie und es gibt Antimaterie.
Wobei unser Universum, in dem wir existieren, im Wesentlichen aus Materie besteht. Also Antimaterie gibt es, wenn überhaupt, nur an ganz, ganz, ganz merkwürdigen Plätzen. Und da gibt es keine Lebewesen. Also es gibt Materie, es gibt Antimaterie. Bringt man die beiden zusammen, gemäß der berühmt-berüchtigten Formel, die wir uns auch in dieser Sendung gerne leisten, nämlich E gleich mc Quadrat, kann sich Materie in Energie verwandeln. Auf einmal, schlagartig, baff, Ende, Durchsage. Gut, das ist das, was man beim Photonentorpedo haben möchte. Nämlich Materie und Antimaterie, natürlich vorher voneinander getrennt, in einer Tasche. Dann trägt man diese Photonentasche dahin, wo man sie hinhaben möchte. Wie, das wird noch nicht so ganz genau, ist noch nicht so ganz genau erklärt. Und dort macht es, bumm, schlagartig. Wie geht das? Ja, man nimmt praktisch die Isolation weg und dann macht es knall. Ja, das reicht nicht. Nee, da kommen Sie mir nicht mit weg. So geht's nicht. Denn das Irre ist ja, dass man diese beiden Materieformen voneinander trennen muss, damit es nicht vorher explodiert. Ein Photonentorpedo ist eine Maschine, der es gelungen ist, vorher Antimaterie vom Rest des Universums, das komplett aus Materie besteht, einfach zu isolieren. Und das geht nur mit Magnetfeldern. Ja? Also eine magnetische Tasche muss da hingelegt werden. Magnetische Taschen gibt es aber nur, wenn es elektrische Ströme gibt. Denn wir wissen alle, elektrische Ströme und Magnetfelder hängen zusammen. Ja? Also das, was die da machen, ist nach meinem Dafürhalten, was die Photonentorpedos betrifft, völlig unmöglich. Da tut sich gar nichts. Was die Laser betrifft, beziehungsweise die Phaserbänke, kann ich mir gut vorstellen, dass das eines Tages, wenn es mal wirklich dazu kommen sollte, dass von der Erde, also vom Planeten Erde aus Raumschiffe ins Weltall, ins Weitere, in den weiteren Weltraum geschossen werden, also nicht nur hier im Sonnensystem rumfliegen, sondern vielleicht sogar zu den Sternen reisen, dass die tatsächlich so eine Bewaffnung dabei hätten. Nämlich eine Bewaffnung, die im Grunde genommen nichts anderes macht als Energie, die aufgespeichert worden ist, schlagartig loszulassen. Ja. Aber Photonentorpedos, Materie, Antimaterie, wie das zustande kommen soll, ohne dass davor das Raumschiff quasi zerstört worden ist, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, und das sage ich jetzt mal wirklich nur für Sie und für mich eigentlich auch. Das Thema Waffen in Science-Fiction-Geschichten ist eigentlich unangenehm. Man hofft doch, dass da draußen Lebewesen existieren, die jenseits davon sind, die es nicht nötig haben, auch noch mit Waffen zu arbeiten. Und umso erstaunlicher finde ich es, dass man sich relativ einfach vorstellen kann, dass die Entwicklung von Waffentechnologie, so wie wir sie heute haben, einfach immer weitergeht in die Zukunft und wir eines Tages statt mit Lasern unsere CD-Spieler anzutreiben oder mit dem Laserpointer irgendwas an der Tafel zu zeigen, dass wir dann Waffen hätten, die schlagartig auf Knopfdruck jemanden ins Nichts auflösen können. Wollen wir es nicht hoffen. Ne? Wollen wir hoffen, dass die guten Seiten des Weltalls wesentlich stärker sind als die schlechten. Captain, die Borg versuchen uns mit einem Traktorstrahl zu erfassen. Photonentorpedos aktivieren, ebenso Phaserbanken. Koordinaten des Traktorstrahls ermitteln. Zustand der Schutzschilde? Sie halten, Sir. Die Oszillationsveränderung hat die Borg verwirrt. Aber es gelingt Ihnen bereits, sich anzupassen, Commander. Trotz der Schutzschilde hat der Traktorstrahl uns erfasst. Der Traktorstrahl. Klasse gemacht. Also, nach meiner Meinung. Irre. Weil es verbindet alles, was man braucht. Ja? Eine Kraft wird ausgeübt und diese Kraft ist natürlich dort am besten, ja, wenn sie in eine gewisse Richtung ausgeübt wird, nicht überall hin, sondern in eine gewisse Richtung. Das ist ein Vektorkraft, eine gerichtete Größe. Naja, wie macht man das am besten? Wie deutet man das am besten an? Natürlich mit einem Strahl. Damit ist die Richtung vorgegeben, die Wirkung dieser Kraft ist eindeutig, ist alles da. Und wahrscheinlich funktioniert es auch so. Also so ähnlich. Nur wie? Wie genau? Naja, gucken wir uns doch mal an. Traktorstrahl heißt ja, da wird Arbeit verrichtet. Strahl heißt Richtung.
eine verrichtete Arbeit in einer Richtung. Und genau so ist eigentlich die Vorstellung, die physikalische Vorstellung von Kraft. Grundsätzlich. Nur, dass man den Strahl sieht, das ist natürlich nichts. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Und wir müssen uns fragen, welche Art von Wechselwirkung soll das sein, die diese Kraft vermittelt? Mechanisch? Soll das eine mechanische Kraft sein? Wenn es eine mechanische Kraft sein sollte, dann haben wir eigentlich nur die Gravitation. Ja? Also wenn da nicht eine direkte Verbindung ist von irgendwas, also dass man so einen Greifer raus hat, ja, und den das Ding an sich zieht, das ist es ja nicht. Es handelt sich ja um einen Strahl, also um eine physikalisch vermittelte Wechselwirkung mittels eines Strahls. Wenn es eine mechanische Wechselwirkung sein soll, ich sag's nochmal, ist es die Schwerkraft. Damit ich also ein schweres Raumschiff zum Beispiel oder einen Himmelskörper mittels eines anderen Körpers anziehen kann, also zu ihm holen kann, dazu brauche ich die Schwerkraft. Anders geht's nicht. Schwerkraft heißt aber Masse. Masse heißt, starke Schwerkraft heißt viel Masse. Viel Masse heißt, es ist schwer. Ein schweres Raumschiff heißt, ist kaum zu bewegen, haben wir keinen Treibstoff, funktioniert alles nicht. Geht also nicht. Was kann es noch sein? Ja, da gibt es noch folgende Möglichkeit, die wir auch kennen übrigens. Das ist die Möglichkeit, dass man mit elektrischen Kräften arbeitet. Ja doch, also wenn eine Oberfläche zum Beispiel geladen ist, ja, dann kann man mittels eines elektrischen Feldes einen Körper ja anziehen. Oder man schickt einen Strom hin und durch den Strom wird ein Magnetfeld erzeugt und dieses Magnetfeld kann etwas bewegen. Transrapid etc. etc. Das geht ja alles, ne? Das ist kein Thema. Sowas könnte gehen. Aber, auch hier muss man jetzt vorsichtig sein, man landet wieder in dieser Energiefalle. Elektrische Kräfte üben natürlich nur dann entsprechend was aus, wenn sie stark sind. Starke Kräfte gibt es nur, wenn starke Felder da sind. Starke Felder gibt es nur, wenn eine starke Energiequelle da ist. Also, wenn man sich überlegt, was für eine Kraft man bräuchte, damit ein Raumschiff, ein anderes Raumschiff, elektrodynamisch zu sich zieht, ja, mit Hilfe eines elektrodynamischen, ja, Anziehungspulses, was kann das sein? Es kann letztlich nur ein Magnetfeld sein. Ja? Dass solche Kräfte kann ein Raumschiff überhaupt nicht ausüben. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Elektrostatische Anziehung haben wir schon ausgeschlossen, weil nicht zuletzt diese Kräfte, Gravitation und elektrostatische Anziehung, die gehen nämlich mit dem Quadrat des Abstandes in den Keller. Also die fallen ab. Wenn ich also zwei Körper habe, die sehr weit voneinander entfernt sind, die können so nicht miteinander wechselwirken. Also schon gar nicht Raumschiffe. Was haben wir noch? Ja, wir hätten noch was im Anschnitt. Vielleicht eine Wechselwirkung, die durch Teilchen vermittelt wird. Ja, könnte ja sein. Bei den Wechselwirkungen, von denen ich bis jetzt gesprochen habe, Photonen nämlich, elektromagnetische Wechselwirkung, Gravitonen, also Schwerkraftwechselwirkung, handelt es sich ja quasi um Teilchen, die selber keine Ruhemasse haben. Ich könnte mir aber eine Wechselwirkung vorstellen, wo ein Teilchen ausgetauscht wird, das Masse hat. Ja? So zum Beispiel bei den Kräften, die Atomkerne aufbauen. Ist aber auch Quatsch. Tut mir leid. Denn wenn eine Wechselwirkung durch Teilchen vermittelt wird, die eine bestimmte Masse haben, dann ist diese Wechselwirkung auf einen sehr kleinen Raumbereich konzentriert. Da geht nichts. So muss man also sagen, ist die Forderung nach einem Traktorstrahl eine Forderung in die Zukunft. Stellen wir die Grundfrage neu, Science oder Fiction, ist der Traktorstrahl Science oder Fiction, würde ich sagen, er ist eine schöne, wünschenswerte Fiktion, die aber mit der Wissenschaft nichts zu tun hat. Also, es bleibt nichts anderes übrig, auch diejenigen, die eines Tages im Weltall arbeiten müssen, sollen, dürfen, müssen sich anders behelfen, als jemanden sozusagen auf Distanz heranzuholen und zu sagen, Freundchen, so geht's nicht. Es wird immer einen direkten Austausch geben und keinen indirekten. Also keine Auseinandersetzung über einen Traktorstrahl, den wird's niemals geben. Dr. McCoy, bitte die Werte der Atmosphäre. Partialdruck des Sauerstoffs 70 mm Quecksilbersäule. Stickstoff 140. Atembar, vorausgesetzt man macht keinen 100-Meter-Lauf. Ich brauche Tatsachen, Doktor, keine faulen Witze. Spuren von Argon, Neon, Krypton. Alles in akzeptablen Mengen. Trotzdem würde ich Murasaki nicht als Ferienaufenthalt empfehlen. Machen Sie eine volle Sensorenanalyse, Mr. Data.
Und vergleichen Sie das Resultat mit den astrophysikalischen Beobachtungen der Föderation. Aye, Sir. Die äußere Hülle des Kometen besteht primär aus gasförmigem Wasserstoff und Helium, die einen vereisten Mantel umgeben. Der innere Kern enthält schwerere Elemente. Was war denn das? Es gibt im inneren Kern des Kometen eine Verzerrung. Ich glaube, wir haben ein intensives Sensorenecho erfahren. Können Sie es kompensieren? Ich unternehme bereits den Versuch, Sir. Tja. Das ist so nah an dem, was wir heute schon können, dass wir eigentlich im Grunde genommen hier gar keine große Unterscheidung mehr zwischen Science und Fiktion machen können. Ich meine, wir sind noch nicht so schnell, aber im Prinzip haben wir das tatsächlich. Im Prinzip, also so ungefähr. Was haben wir da gesehen? Wir haben ja gesehen, da wird also eine Analyse vorgenommen zum Beispiel, eine Atmosphärenanalyse. Neon, Argon, Krypton in kleinen Mengen. Das ist heutzutage kein Thema mehr. Gut, es geht wie gesagt nicht so schnell. Also man braucht eine Weile, ein Computer braucht eine Weile, bis das tatsächlich dann mal deutlich unterschieden ist. Aber im Prinzip ist man tatsächlich in der Lage, ohne größere Probleme die Atmosphärenzusammensetzung eines Planeten mithilfe eines Messgerätes festzustellen. Das ist ja auch kein Wunder, denn das ist einfache Physik. Das ist Physik des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist geschenkt, ja? Elektromagnetische Strahlung mit einer bestimmten Frequenz gibt Informationen über ein bestimmtes Element ab. Das ist ganz einfach. Atome sind nun mal so. Denen ist es völlig egal, diesen Atomen, ja, wo sie sind. Die Naturgesetze, die wir im Universum gefunden haben, nämlich in unserem Universum, heißt ja auf der Erde, gelten überall im Universum und zwar zu jeder Zeit. Deswegen sind solche Geräte, die auf der Erde entwickelt werden, auch tatsächlich überall im Universum anwendbar. Denn die Atome, denen ist es völlig egal, von welcher Apparatur sie gemessen werden. Und es gibt nur die Atome, das nur mal am Rande bemerkt, bevor ich wieder auf die Technologie komme, es gibt nur die Atome, die Atomsorten, Elementsorten, die wir tatsächlich aus dem Periodensystem der Elemente kennen. Hier haben Sie mal etwas, wenn Sie sich noch daran erinnern. Periodensystem der Elemente? Ja doch. Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter. Wenn Sie es mal auswendig gelernt haben, das wird man in 500 Millionen Jahren noch seinen Kindern erzählen können, weil dieses System ist vollständig. Und deswegen funktionieren Sensoren auch so gut. Und auch solche Geschichten wie Radar, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Im Grunde genommen ist diese Art von Technologie, die wir da gesehen haben, bei Star Trek heute schon längst vorhanden. Nicht in der Perfektion, aber im Prinzip. Eine ganz andere Geschichte ist ein Messinstrument, was also in der Lage sein soll, zum Beispiel sofort die medizinischen Daten von jemandem abzuliefern. In welchem Zustand sich jemand befindet. Ja? Tricorder heißen die Dinger, nicht Tricorder. Hat nichts mit Code zu tun, ja? Sondern mit Recording, mit Aufnehmen. Ja? Tricorder, das ist zum Beispiel so ein Gerät, wo man sagen muss, naja, also wie der funktioniert, wie der so schnell so viele medizinische Daten abgeben kann, das weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sich ja schon wundern. Wenn man heutzutage sein Handy, also das Telefonino, das Mini-Telefon in die Hand nimmt, was man damit schon alles machen kann, dann sieht man ja schon, dass Technologie offenbar mehr und mehr komprimiert werden kann. Also auf immer kleinerem und kleinerem Raum können immer mehr und mehr Funktionen dargestellt werden. Also ich würde ja sagen, häufig, mag nicht jedermanns Meinung sein, aber häufig ist es Overengineering. Ja? Einfach zu viel auf einmal. Aber sei es drum. Es zeigt sich, dass diese Art von Technologie, nämlich Elektronik, offenbar von einer Zivilisation auf einem Planeten früh gefunden wird. Ja? Also wenn wir auf der Erde der Otto-Normalverbraucher vom Universum sind und wir übersetzen unsere eigene Geschichte in die Geschichte eines Planeten irgendwohin oder in die Zukunft damit, dann ist diese Art von Technologie, also Elektronik, ist eigentlich überhaupt keine Frage. Das muss so sein. In dem Moment, wo jemand herausgefunden hat, dass elektrische Ströme und elektromagnetische Felder in Wellenform irgendwie Informationen verarbeiten können, ist sozusagen der Sprung hin zu einer Sensortechnologie ein Klacks. Das muss dann funktionieren. Also zum Beispiel Radar. Ja, dass man überprüfen kann mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, welche Struktur hat ein Objekt, mit welcher Geschwindigkeit bewegt es sich und so weiter und so weiter. Also das ist ja auch heutzutage wichtig. Aber jetzt mal nur
um das nochmal zu sagen, auch Radar, also Radarwellen bewegen sich natürlich nur mit Lichtgeschwindigkeit. Also schneller als mit Licht ist in diesem Universum nichts. Gar nichts. Ja? Keine Information, nix. Also, Radar haben wir heute schon. Sensoren haben wir immer häufiger und häufiger. Ob es nun im Handy ist, wo wir inzwischen sogar mit so einem hauchdünnen, winzigen kleinen Zelle können wir Bilder machen von einer Schärfe, da hat man früher nur von geträumt. Ja? Und medizinische Apparate, die eben noch mal hier angedockt werden, um herauszufinden, was haben wir für Blutdruck, in welchem Zustand befinden wir uns, es werden, wird die Oberflächenspannung der Haut gemessen und so weiter, ist auch schon da. Also in diesem Sinne, muss man wirklich sagen, hat Star Trek im Grunde genommen nur das, was sowieso schon da ist, geradlinig in die Zukunft extrapoliert. Sowas muss es geben. Und da würde ich sagen, da gibt es auch gar nichts dran zu deuteln. Solche Entwicklungen werden immer weiter und weiter und weiter getrieben. Bis wohin? Ja, bis wohin? Wie weit kann so eine Entwicklung gehen? Was kann man mit elektronischen Maschinen alles machen? Ne? Wenn Sie heutzutage hinter Ihrem Lenkrad im Auto sitzen, da hätten Sie auch nie gedacht, was es da inzwischen alles für Überwachungsanlagen gibt, was alles kontrolliert werden kann. Und ich kann nur hoffen, dass eben diese Entwicklung hin zu immer mehr und mehr und mehr und mehr Kontrolle nicht letztendlich dazu führt, dass ausgerechnet die Lebewesen, die eigentlich kontrollieren wollen, die Kontrollierten sind. Denn das, was man da in so einem Science-Fiction-Film sehen kann, hat natürlich auch gewisse beängstigende Anteile. Denn wenn man so genau Bescheid weiß, dann weiß man wirklich über schon fast alles Bescheid. Und das könnte ein bisschen zu viel sein. Das ist eine Blume, Lal. Riechen. Geruch? Ja. Zeig mir mehr, Vater. Computertagebuch des zweiten Offiziers. Ausbildung und Training auf der Elementarebene nehmen ihren Fortschritt. Lal lernt langsam, wird aber kaum noch durch Rückschläge entmutigt. Während sich die motorische Koordination um ca. 12% verbessert hat, muss die Geschwindigkeit ihrer Reflexe noch entscheidend erhöht werden. Optische Wahrnehmung ist besonders schwierig für Lal. Die Fähigkeit, logische Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Gebieten ihrer Datenbanken herzustellen, muss noch verbessert werden, vielleicht durch zusätzliche Übertragungen. Lal lernt, ihr Androidenverhalten durch simulierte menschliche Reaktionen zu ergänzen. Also hier stellt sich ein ganzes Bündel von Fragen. Und das Bündel ist ziemlich groß, weil hier tauchen technische Probleme auf, über die zu reden ist, aber noch viel interessanter, nach meinem Dafürhalten, sind Probleme, wie handle ich einem Androiden gegenüber? Was kann ich dem zuordnen? Hat der Würde? Ist das ein Lebewesen oder ist es eine Maschine oder was? Also ich will mich erstmal warm sprechen. Als Physiker ziehe ich mich zurück auf die Technik. Und die Technik hier bedeutet eine unglaubliche Anforderung an Computer. Eine irre Rechenleistung. Wahnsinn. Eine Wahnsinnsrechenleistung, die gleichzeitig erbracht werden muss. Es muss zunächst einmal so sein, dass eine Maschine in der Lage ist, sämtliche Funktionen eines Gehirns tatsächlich zu simulieren. Und zwar schnell. Das heißt, nicht nur zu simulieren, sondern gleichzeitig auch noch sensorielle Eindrücke, also das, was von außen kommt, zu verarbeiten, parallel zu verarbeiten und währenddessen sozusagen ständig Querverbindungen, Rückverbindungen und alles weitere schlagartig zu knüpfen. Also im Grunde genommen genau das, was wir gerade tun. 99% des Gehirns eines Menschen beschäftigt sich pausenlos mit sich selbst. Sonst macht das Gehirn nichts. 1% sind dazu da, zu gucken, was ist die Welt, was mache ich hier äußere Eindrücke wahrzunehmen. Das ist alles. Also da stellt sich schon die Frage, ob das überhaupt jemals möglich sein wird, sozusagen auf unnatürliche Art und Weise ein Lebewesen zu konstruieren, das so perfekt einen Menschen mimikriert, simuliert und darstellt.
Aber die viel interessantere Frage ist natürlich tatsächlich, nehmen wir mal an, wir wären in einer Welt, wie sie dargestellt wird in Star Trek, und es gäbe solche künstlichen Wesen. Wesen, die nicht der natürlichen Evolution folgend sich langsam Schritt für Schritt entwickelt haben, durch Anpassung an die Umwelt Erfolgsrezepte ausprobiert haben und diejenigen, die dann besonders erfolgreich geblieben sind, die sind ja dann auch übrig geblieben, sondern wenn jemand von Anfang an eine Maschine, ein Wesen konstruiert hat und sagt, so, das bauen wir jetzt so hin. Ein Wesen, das durchaus hier und da eine gewisse Reparaturfähigkeit hat, aber im Grunde genommen von vornherein ausgestattet ist. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Mensch? Ist es eine Maschine? Oder was? Ist es eine Menschine? Das ist eine wirklich interessante Frage. Und die Philosophie hat versucht, darauf durchaus die eine oder andere Antwort zu geben. Wie soll ich mich anderen Lebewesen gegenüber verhalten, anderen Wesen gegenüber verhalten? Aber bis jetzt ist da nichts Befriedigendes bei rausgekommen. Also mit welcher Situation haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Interessant ist ja, dass auch die Kenner von Star Trek hier keine Antwort wissen. Sogar die Macher von Star Trek wissen eigentlich keine. Denn man hat ja gesehen, hier reden zwei künstliche Lebewesen miteinander und benutzen ein Wort, was normalerweise in der Sprache, in der wir uns befinden, mit Lebewesen zu tun hat und nicht mit Maschinen, nämlich das Wort Vater. Da ist der Konstrukteur und der wird als Vater bezeichnet. Nun, um es mal ganz klar zu sagen, wenn man in einer Welt lebte, in der Androiden, wie wir sie von Star Trek kennen, so weit verbreitet wären, wie das in der Serie der Fall ist, dann müsste es von vornherein schon lange eine Vorgabe geben, eine ethische Vorgabe, wie man sich solchen Lebewesen gegenüber zu verhalten hat. Und möglicherweise kommen ja da ganz interessante Resultate dabei raus. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel eine Softwareprogrammierung eines Androiden unmittelbar zu Aussagen der Philosophie führt, zum Beispiel zum kategorischen Imperativ. Handle so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können. Das ist das Allerbeste, was es gibt. Ja? Also so zu handeln, dass man möchte, dass alle anderen auch so handeln. Was im Übrigen dazu führt, dass ein Bankräuber dürfte niemals eine Bank überfallen. Unter dem kategorischen Imperativ. Denn wenn er eine Bank überfällt, dann würde er allen anderen ja auch erlauben, eine Bank zu überfallen. Wo soll er dann sein Geld anlegen? Ja? Also es könnte nicht funktionieren. Also die Forderung nach einem kategorischen Imperativ, wenn das aus einer Software herauskäme, das wäre ja göttlich. Ja, das wäre irre. Aber das wissen wir nicht. Es kann also durchaus sein, dass auf der einen Seite die Entwicklung von Androiden, so wie sie bei Star Trek angedeutet ist, dazu führt, dass Menschen sich Androiden gegenüber genauso verhalten wie gegenüber Menschen. Es kann sogar sein, dass dabei herauskommt, dass eine Maschine ab einem bestimmten Komplexitätsgrad sowas ist wie ein Mensch, weil er Intelligenz besitzt, er kann Selbstreflexion besitzen, also kann über sich selbst nachdenken. Er kann damit etwas bekommen, was wir im Allgemeinen nur Wesen zuordnen, die natürlich sind, nämlich Würde und Einmaligkeit damit. Es kann natürlich unter Umständen auch herauskommen, dass letztlich überhaupt nichts anderes dabei rauskommt als eine Maschine, dass Maschinen nichts anderes kreieren können als Maschinen. Also in diesem Sinne stellt Star Trek hier eine Frage, zu der wir nichts, aber auch wirklich noch gar nichts Festes in den Händen halten. Für uns Menschen, jetzt im 21. Jahrhundert, stellt sich eine interessante Frage. Die Entwicklungen in der Medizin laufen darauf hinaus, dass wir zunehmend künstliche Teile haben werden. Ja? Künstliche Gelenke, künstliches Herz, künstliche innere Organe, vielleicht sogar eines Tages, wer weiß, ein künstliches Hirn. Ja? Wie verhalten wir uns, wenn wir wissen, dass wir zum Teil aus irgendwelchen Materialien bestehen, die mit unserer Natur gar nichts mehr zu tun haben? Das werden Fragen sein, die wir in Zukunft tatsächlich irgendwie beantworten müssen. Wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, von denen wir wissen, dass sie im Grunde genommen teilweise nur aus künstlichen Teilen bestehen? Ist ein Gedanke, der in einem künstlichen Gehirn gedacht wird, wenn er gut ist, schlechter als ein guter Gedanke, der in einem natürlichen Gehirn gedacht wird? Ja? Also das sind alles Fragen, die hier von Star Trek angedeutet werden und die meiner Ansicht nach sehr, sehr weitreichend sind. Die Zukunft
Wir wissen ja nicht, wie sie aussieht, aber vermutlich wird in Zukunft der Computer und alle seine Anwendungen eine sehr große Rolle spielen. Und wie weit ist eine Vermengung, eine Vermischung, eine, wie soll man sagen, eine Kombination von Mensch und Computer geben wird, das wissen wir noch gar nicht. Aber Star Trek macht hier eine Tür auf in eine Welt, die uns definitiv irgendwie empfangen wird. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber ich finde, hier hat sich die Serie wirklich um ein Thema verdient gemacht. Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wir werden uns damit beschäftigen müssen. Mr. Worf, weitere Aktivitäten? Negativ, Sir. Auf halben Impulsantrieb. Hi, Sir, halber Impulsantrieb. Eine Nachricht von der Sternenflotte. Aus der neutralen Zone wird ein Zwischenfall gemeldet. Welcher Art? Ein Gefecht. Im Quadranten 9 auf der Koordinate 070,3. Ich weiß nicht, wer in den Kampf verwickelt ist. Wir haben den Auftrag, das zu ermitteln. Bestätigen Sie den Auftrag. Mr. LaForge, Kurs berechnen. Es ist nicht bekannt, dass sich Föderationsschiffe in der Region befinden. Ferengi? Das wäre nicht so ganz Ihre Gegend. Untertassensektion abtrennen? Erst brauchen wir noch mehr Informationen. Kurs eingegeben. Geschwindigkeit Warp 7. Aye, Sir, Warp 7. Energie. Knopfdruck weg. Das wäre doch eine Sache. Einfach auf Knopfdruck aus dem Universum komplett verschwinden und woanders wieder auftauchen. So geht das da in solchen Serien, in solchen Science-Fiction-Serien. Was ist denn eigentlich dran an Star Trek? Ich meine, ich als Physiker wäre natürlich begeistert, wenn man einen Mechanismus gefunden hätte, der es möglich machen würde, mit Überlichtgeschwindigkeit das Universum zu sausen. Ich meine, selbst annähernd Lichtgeschwindigkeit wäre ja schon ein Ding. Wobei ich allerdings sagen muss, wie Sie natürlich auch wissen, aus Ihrem eigenen Porsche zu Hause, wenn Sie Gas geben, also wenn Sie beschleunigen, dann wären Sie gegen die Sitze gedrückt. Wenn die tatsächlich diese Beschleunigung erleben würden, die wir da eben gerade gesehen haben, dann würden die, unter uns gesagt, zu Biomatsch verarbeitet werden. Die Wand käme und die wären einfach hinten dran geknallt und das war's. Also das erstmal grundsätzlich, da muss also in diesen Raumschiffen der Flotte muss irgendetwas passieren, was die Lebewesen am Leben hält, wenn die sich solchen Beschleunigungen ausgesetzt. Ach, welchen Beschleunigungen? Ja, habe ich gar nicht gesagt. Also beim Impulstriebwerk, da handelt es sich um eine Maschine, die wir alle kennen. Ja, da wird innen drin in der Maschine eine gewisse Menge an Energie freigesetzt. Die wird hinten rausgetrieben und dadurch bewegt sich das Raumschiff nach vorne. Das nennt man Impulserhaltung. Ja? Also nach hinten, das kennt jeder Ruderer, klar. Nach hinten fliegt was weg und dann bewegt sich das ganze Ding nach vorne. Das ist also ganz einfach. Impulserhaltung ist übrigens unter uns gesagt eine Sache, die mit der Stabilität der Welt zusammenhängt. Impulserhaltung, da geht es nämlich tatsächlich darum, dass die Welt homogen ist. Dass also ein Vorgang vorwärts und rückwärts ablaufen kann, ohne Probleme. Also Impulserhaltung ist ganz wichtig. Also auch in einem Universum ohne Star Trek muss es Impulserhaltung geben. Und das nutzen die ja auch aus. Nur wie werden dann die Geschwindigkeiten erzeugt bei einem solchen wahnsinnig großen Raumschiff, wie wir es hier gesehen haben? Nun, das ist natürlich nicht so einfach. In der Welt von Star Trek, da werden Atomkerne miteinander verschmolzen. Also um es genau zu sagen, Wasserstoffatomkerne werden miteinander verschmolzen und die schießen und die Energie, die dabei frei wird, die schießt das Plasma hinten raus und kann tatsächlich das Raumschiff auf ein Viertel Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Also 75.000 Kilometer pro Sekunde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das für Geschwindigkeiten sind. Und das ist immer noch winzig. Winzig im Vergleich zu dem, was wir gleich besprechen werden, nämlich den Warp Drive. Also beim Impulstriebwerk handelt es sich um etwas ganz Normales, so wie heutzutage die ganz normalen Raumschiffe, die wir haben, also die Raketen, die wir haben, tatsächlich angetrieben werden. Das Problem ist natürlich nicht ganz ohne. Atomkerne miteinander zu verschmelzen bedeutet, dass man tatsächlich Ladungsträger, positive Ladungsträger dazu zwingt, unter sehr hohem Druck tatsächlich miteinander etwas zu tun, was die niemals tun würden normal. Denn positive Ladungsträger, das heißt Ladungsträger gleichen Vorzeichens, die stoßen sich ja ab. Man muss also in gewisser Weise muss man unglaubliche Kräfte im Raumschiff möglich werden lassen, damit Atomkerne miteinander verschmelzen. Aber das Irre ist noch, das kommt noch viel schlimmer. Damit ein solches Raumschiff, was immerhin ein paar hundert Meter lang ist, so beschleunigt werden kann, braucht man Treibstoff. Wo kriegen die den her? Haben die den dabei?
Können die diese Milliarden und Abertrilliarden von Tonnen an Treibstoff da drin haben? Nein, können sie nicht. Das Interessante ist übrigens beim Impulstriebwerk, dass man, wenn man den Treibstoff nicht an Bord haben kann und man möchte ihn einsammeln, dann müsste man vor dem Raumschiff einen Trichter haben von 400.000 Kilometer Seitenlänge. Ja, warum? Warum? Weil das interstellare Medium so leer ist. Das Medium zwischen den Sternen ist leer. Das ist ein Teilchen pro Kubikzentimeter, das kann man vergessen. Das heißt, das Raumschiff müsste also mit einem unglaublichen Trichter vorher, müsste es tatsächlich Material einsammeln und das müsste schlagartig da sein. Dann und nur dann würde ein Impulstriebwerk funktionieren, aber unter uns gesagt. Ich will mich nicht wiederholen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es hinkriegen werden, eines Tages ein Triebwerk zu haben, was wenigstens in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt. Nicht ganz, aber doch in die Nähe. Es gibt schon Ionentriebwerk. Okay, dann wollen wir uns mal in aller Ruhe mit dem Warp Drive beschäftigen. Also das Raumschiff bewegt sich im Grunde genommen beim Warp Drive gar nicht. Sondern das, was sich um das Raumschiff herum bewegt, die Raumblase, die da erzeugt wird, die führt dazu, dass das Raumschiff mit scheinbarer Überlichtgeschwindigkeit läuft. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Also der Raum, in dem wir uns normalerweise aufhalten, der ist ja nun nicht so gekrümmt. Ja? Das Universum ist im Wesentlichen flach. Also flach heißt Krümmung null. Ja? Das ist Krümmung null. So. Aber bei einer Raumblase muss man ja praktisch einen geschlossenen Raum erzeugen. Ja? Einen geschlossenen Raum oder na, sagen wir mal, auf jeden Fall einen stark gekrümmten Raum. Und jetzt muss ich ein bisschen Physik erklären, ich kann es nicht ändern. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Krümmung des Raumes verbunden mit der Energie und Masse, die in dem Raum drin ist. Nehmen wir ein Beispiel, die Sonne. Die Sonne hat 300.000 Erdmassen. Und obwohl das Ding wirklich richtig schwer ist, ist ja ein Riesenstern, ne? Krümmt sie den Raum nur relativ zum flachen Raum um ein Millionstel, also um ein Tausendstel pro Mill. Das ist so gut wie gar nichts, aber man kann es messen. Also das ist wirklich gemessen worden, die allgemeine Relativitätstheorie, also die Krümmung des Raumes, eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie, ist gemessen worden mit sehr hoher Genauigkeit. So, jetzt kommen wir zurück zum Warp Drive. Wollen wir also um unser Raumschiff herum eine Raumblase erzeugen, die sich praktisch wie so eine Strömung um unser Raumschiff rumlegt, dann müsste man eigentlich ganz große Massen im Raumschiff haben, die den Raum krümmen. Also, was will ich denn sagen? Man muss also in einem Gebilde, was nur ein paar hundert Meter groß ist, müsste man viele, viele Sonnenmassen komprimiert zusammenhalten, damit sie den Raum, merken Sie, wie schwierig das ist, also mit Händen und Füßen, damit sie den Raum krümmen. Und ich glaube, genau an der Stelle, da haben wir es nur noch mit Fiktion zu tun. Ja? Also da ist nichts zu holen. Impulstriebwerk haben wir im Prinzip heute schon was. Also heute zum Beispiel gibt es Ionentriebwerke, die schon ganz gut sind. Die beschleunigen nicht so schnell, aber sie beschleunigen. Also wenn man Zeit hat, dann kann man tatsächlich immer schneller und schneller werden. Aber beim Warp Drive, da sehe ich ganz schwarz. Das scheint mir eine Geschichte zu sein, die wirklich ins Reich der Geschichten gehört und sonst nichts. Also summa summarum würde ich sagen, Star Trek ist eine wunderbare Mischung aus Science und Fiction, aus Wissenschaft und Erfindung. Und es enthält ganz viel von dem, was uns wirklich interessiert, nämlich unsere Hoffnungen, unsere Träume und unsere Visionen. Ich wusste bisher nicht, dass Klingonen in der Sternenflotte der Menschen Dienst tun. Wenn ich richtig informiert wurde, bin ich der einzige Klingone. Sag mir, wie ist es für den Jäger, sich mit der Beute zusammenzutun? Hat man dich gezähmt? Oder warst du schon immer so gefügig? Wir haben die Menschen es erreicht, dass ein Klingonenherz voller Frieden ist. Ich verabschiede mich von dir. Ich fliege mit ihnen. Meinst du das ernst? Ich kann nicht anders. Vielleicht kann ich eines Tages zurückkommen und bei dir sein, aber unsere Arbeit hat Vorrang.
Also wirst du erst dann hierher zurückkommen, wenn Cardassia ein freier und demokratischer Staat ist. Ich verspreche dir, das Warten wird sich lohnen. Eine Cardassianerin küsst einen Ferengi. Klingonen, die einen ihrer Landsleute versuchen, zornig zu machen. Alles nicht-irdische, also außerirdische. Und das ist natürlich das Thema schlechthin. Jede ordentliche Science-Fiction-Geschichte hat ihre Außerirdischen. Und Star Trek natürlich ganz besonders, denn das ist eine Entdeckungsreise ins Universum. Und man will ja nicht irgendwelche Gaskugeln, also Sterne, entdecken oder irgendwelche Gesteinsbrocken, also Planeten, sondern man möchte am liebsten auf Lebewesen treffen. Auf Lebewesen, mit denen man kommunizieren kann, die einem erzählen, was sie wissen, wo man auch mitkriegt, Mensch, da gibt es noch ganz andere Rezepte, das Leben zu bewältigen. Das ist es natürlich, was uns antreibt. Und heutzutage, ist ein wesentlicher Teil der Astronomie, der modernen Astronomie, der Frage gewidmet, sind wir allein im Universum? Insofern ist also Star Trek gewissermaßen, also wie soll ich sagen, das Anschubmodell dafür, sich darüber Gedanken zu machen, was würde eigentlich passieren, wenn wir tatsächlich auf andere träfen, auf andere Lebewesen treffen. Also zunächst mal meine ganz persönliche Meinung. Der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Na, das erstmal grundsätzlich. Weil er besteht nämlich aus den gleichen chemischen Elementen wie wir. Und er muss sich mit den gleichen Naturgesetzen im Universum rumschlagen wie wir. Und da haben ja die Autoren von Star Trek haben ja das schon richtig eingebaut. Zum Beispiel folgender Effekt. Wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bewegt, dann entsteht ja ein ganz, ganz interessanter Effekt, dass nämlich die Strahlung im Universum, komme sie nun von den Sternen oder die berühmte kosmische Hintergrundstrahlung, das Echo des Urknalls, dass diese Strahlung immer härter und härter wird. Mit anderen Worten, aus dem infraroten, optischen, ultravioletten und Röntgenbereich wird es zu harter Gammastrahlung, also richtig hochenergetischer Strahlung. Aber nicht nur das. Sondern wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bohrt, sozusagen, dann wird diese Strahlung auch noch in einen winzig kleinen Strahlungskegel nach vorne hineingebeamt. Damit meine ich nicht das Beamen von Star Trek, sondern es wird fokussiert. Und jetzt ist natürlich klar, wie lange kann denn ein Pilot tatsächlich durch den interstellaren Raum fliegen? Naja, wie lange? So lange, wie seine Knochen hier vorne diese ultraharte Gammastrahlung aushalten. Und genau deshalb haben die Klingonen hier vorne diese Schwartenverdickung. Ist ja klar. Für eine raumfahrende Zivilisation sind diese Art von Mutationen sozusagen überlebenswichtig. Wenn die nur das Gehirn hätten wie wir, hätten die das gar nicht ausgehalten. So könnte man sagen, dass auf diese Art und Weise die Serie Star Trek eingebaut hat, was es bedeutet, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit das Universum zu fliegen. Aber kommen wir mal zurück zu meinem Credo. Der Außerirdische sei auch nur ein Mensch. Ja, was bleibt uns anders übrig? Wir müssen uns als den kosmischen Durchschnittsfall betrachten. Wir sind der Otto-Normalverbraucher im Universum. Das heißt, wenn man sich das mal so anguckt, ein Lebewesen wird irgendeine Oberfläche haben, die es natürlich von der Umwelt absondert, profiliert. Das Lebewesen wird auf einem Planeten leben, nicht auf einem Stern, denn ein Stern ist so heiß, dass die Moleküle kaputt gemacht werden. Da bleibt also gar nichts anderes übrig dem Lebewesen. Es wird auf einem Planeten da sein, die Energien dürfen nicht zu hoch sein, dann gehen die Moleküle kaputt. Sie dürfen aber auch nicht zu klein sein, die Temperaturen dürfen nicht zu niedrig sein. Sonst würde das Lebewesen gar nicht leben, denn ein bisschen Energie muss da sein. Wie würde ein Lebewesen also aussehen? So wie Sie oder ich. Sensoren für die optische Strahlung des Gestirns, um den herum der Planet sich dreht, also optische Sensoren. Schallsensoren. Klar, weil das Lebewesen wird ja auf dem Boden eines Luftmeeres leben. Es kann kein Planet sein, irgendwo keine Atmosphäre ist, ist ja klar. Und dann ist noch was. Es wird natürlich seine zentrale Prozessoreneinheit, also die CPU, das, womit gedacht wird. Wir reden hier jetzt mal nur über intelligente Lebewesen. Wenn wir uns mal für einen winzigen Moment als intelligente Lebewesen identifizieren. Nur mal für Spaß, nur für Spaß. Dann wird natürlich diese zentrale CPU möglichst weit weg von der Gefahrenquelle Boden sein. Ne? Also können wir davon ausgehen, dass die Lebewesen, auf die wir treffen würden, wenn wir interstellare Raumfahrt durchführen würden, die also mindestens den gleichen technologischen Stand wie wir haben, na, das würden keine Fische sein. Fische werden keine Technologie entwickeln.
Warum nicht? Weil die Naturgesetze im Universum überall die gleichen sind und ein Hochspannungsexperiment macht ein Fisch genau ein einziges Mal und dann nie wieder. Wenn wir uns also als den Otto-Normalverbraucher im Universum betrachten, dann können wir mit Recht sagen, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Star Trek ist also in diesem Sinne eine Projektion unserer Vorstellung davon, wie Lebewesen auf anderen Planeten, die der Erde gar nicht so unähnlich sind, aussehen müssten. Also, der Planet darf nicht zu groß sein, der Stern darf nicht zu heiß sein, der Planet darf nicht zu weit weg sein, all diese Dinge müssen stimmen. Und dann kommt aber sowas raus wie wir. Wobei man sagen muss, nehmen wir mal an, wir hätten tatsächlich Besuch von einem Außerirdischen. Na, nehmen wir mal das an. Und er würde feststellen, aha, das sind Kohlenstoffeinheiten, so wie wir. Dann würde er möglicherweise zwischen einer Kiefer und einem Menschen gar keinen großen Unterschied machen. Ich würde sagen, das sind Kohlenstoffeinheiten, eine bestimmte Menge an Kohlenstoff, eine bestimmte Art von Stoffwechsel, das reicht. Vielleicht spielen für den ganz andere Dinge eine Rolle als für uns. Aber im Grunde bin ich davon überzeugt, dass die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde gefunden haben, weil sie überall im Universum gleichgültig sind, nicht gleichgültig, sondern gleichgültig sind, dass die das auch ausmachen, welche Lebewesen auf einem Planeten entstehen werden. Und deswegen würde ich, wenn ich einen Außerirdischen träfe, würde ich ihn nicht fragen nach den Gesetzen der Physik. Das sind nämlich genau die gleichen wie bei uns. Ich würde ihn fragen, welche Märchen er seinen Kindern erzählt, welche Lieder er singt, welche Bilder er malt und an welche Götter er glaubt. Zweites Ziel unter Beschuss. Was unter? Sie konnten ihre Schilde wieder rechtzeitig aufbauen, nur geringer Schaden. Unterbrecher wieder ausgefallen. Alle Energie auf die Schilde. Schilde versagen. Die Schilde versagen. Was soll denn das für sein? Ein Schild. Was für ein Schutzschild soll denn ein Raumschiff, bitteschön, vor der Strahlung abhalten können? Jetzt bin ich erbost, das muss ich schon sagen. Ich meine, wenn es sich bei der Beschießung um geladene Teilchen handelt, geschenkt. Geladene Teilchen werden immer, und das wissen wir ja, von Magnetfeldern zum Beispiel abgelenkt. Also würde um das Raumschiff herum ein großräumiges Magnetfeld sein, dann, ja, dann käme kein Teilchen an bei uns, also im Raumschiff. Woher ich das weiß? Naja, ich lebe auf einem Raumschiff, Sie auch. Wir leben ja auf einem solchen Raumschiff, das ein solches Schutzschild um sich herum hat, nämlich die Erde. Die Erde hat ein großräumiges Magnetfeld und dieses großräumige Magnetfeld reicht ja weit bis in den Weltraum raus, 60.000 Kilometer ungefähr, trifft dort auf eine, ja, fast hätte ich gesagt, auf eine Waffe, es stimmt natürlich nicht, aber auf einen Plasmastrahl, nämlich den Sonnenwind. Und dieser Sonnenwind, der verzerrt das Magnetfeld und auf diese Art und Weise entsteht sowas wie ein Schweif, ein Magnetfeldschweif. Aber wichtig daran ist, dass die geladenen Teilchen des Sonnenwindes eben nicht auf die Erde kommen, also auf die Erdoberfläche, sondern abgelenkt werden vom Magnetfeld. Das heißt, wie ein magnetischer Schutzschirm funktioniert, das weiß ja jeder, der sich mit Erdmagnetosphären beschäftigt. Also das ist kein Problem, will ich damit sagen. Nur, was das wirkliche Problem ist, sind die elektrischen Ströme. Das darf man ja nicht vergessen. Die Magnetfelder, wenn man also geladene Teilchen ablenken will, wenn man also zum Beispiel ein Magnetfeld um ein Raumschiff herumlegen will, für ein Magnetfeld braucht man elektrische Ströme. Elektrische Ströme aber brauchen, und das wissen wir alle von der Stromrechnung jeden Monat, brauchen Energie. Und das kostet Geld. Aber vom Geld wollen wir jetzt nicht reden. Beim Star Trek spielt natürlich Geld keine wirkliche Rolle, oder? Aber Energie spielt eine Rolle. Also es müssen elektrische Ströme her, damit ein Raumschiff ein Deflektorschild, ich rede jetzt nur, nochmal, ich rede nur über geladene Teilchen, ein Deflektorschild aufbauen kann, das so groß ist wie das Raumschiff selbst,
benötigt man einen elektrischen Stromkreis, der auch annähernd so groß ist wie das Raumschiff selbst. Das heißt, in dem Raumschiff müssen elektrische Ströme so fließen, dass auf der Vorderseite, oder wenn sie von hinten beschossen werden, was ist dann? Die brauchen ja ein, ja, wie soll ich sagen, ein Rundherum-Paket, ein Rundherum-Schutzschild brauchen die. Damit das tatsächlich vom Raumschiff selbst erzeugt werden kann, braucht man einen elektrischen Stromkreis, der im gesamten Raumschiff tatsächlich so funktioniert, wie man es braucht, damit diese magnetische Struktur aufgebaut werden kann. Ist das klar? Das ist nicht einfach, ich weiß. Also bei der Erde ist es ja ganz einfach. In der Erde ist es so, die Erde dreht sich. Innerhalb der Erde bewegt sich glühendes Material von oben nach unten. Ja, also von unten wird es aufgeheizt, kühlt sich ab, fällt wieder runter. Das ist ganz einfach. Aber wie machen die es bei so einem Raumschiff? Und vor allen Dingen, wie machen die das so schnell, dass also ein zusammengefallener Schirm, ne, Schilde versagen, dass der auf einmal schlagartig wieder aufgebaut werden kann. Wissen Sie, was das bedeutet? Was man dafür einen Saft braucht? Ich beruhige mich ja schon wieder. Ja, ja. Gut. Also, wie geht das dann bei Licht? Geladene Teilchen ist offenbar kein Problem. Geladene Teilchen könnten im Prinzip, so viel Science ist da tatsächlich drin, geladene Teilchen könnten von Magnetfeldern tatsächlich komplett abgehalten werden. Zugegebenermaßen, es gibt da ein kleines Energieproblem. Aber bei den Deflektorschilden für Strahlung, da wird es ganz, ganz komisch. Sind Sie schon mal geröntgt worden? Dann kennen Sie das Spiel ja. Ja? Man kriegt ja in der Höhe der primären Geschlechtsteile zum Beispiel, wenn man irgendwo am Körper geröntgt wird, kriegt man eine Bleimaske umgelegt. Ja? Warum? Weil durch Blei die Strahlung offenbar nicht durchgeht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Star Trek würde tatsächlich Bleiwände haben müssen, damit die Strahlung eines feindlichen Raumschiffes nicht das Innere des Raumschiffes erreicht. Ich meine, ich werde jetzt mal eine kleine Pause machen. Blei ist schwer. Blei ist unglaublich schwer. Wenn man sich überlegt, was man für Wände braucht, um ein Raumschiff gegen Gammastrahlung abzuschirmen. Und Gammastrahlung, es gibt die natürliche Gammastrahlung, davon rede ich nicht, sondern man steht einem Feind gegenüber, der einen mit Gammastrahlung abschießen will. Und das passiert ja oft genug, dass die sich gegenseitig abschießen wollen, zerstören wollen. Was braucht man da für Wände? Meterdicke Bleiwände. Und das Problem mit Blei ist eben seine Schwere. Es ist dicht und es ist schwer. Und ein schweres Raumschiff, Herrschaften, ist einfach schlechter anzutreiben als ein leichtes Raumschiff. Das bedeutet, wenn wir an dieser Stelle Wissenschaft wirklich ernst nehmen, bei dieser Science-Fiction-Geschichte, dann müssten die Raumschiffe sich, wenn sie sich gegen, nicht gegen Partikelstrahlwaffen, das Geschenk, das haben wir schon, sondern gegen Lichtwaffen schützen wollen, also mit einem Deflektorschild, müssen wir überlegen, Deflektorschild aus Blei, ja, dann müssten die Bleiwände vor sich haben. Und zwar nicht zu wenig. Jetzt stelle man sich das nur mal bildlich vor. Ein riesengroßes Raumschiff hat sowieso schon genug Schwierigkeiten zu beschleunigen, möglicherweise einem Feinde zu entfliehen. Und jetzt bauen wir um dieses Raumschiff herum auch noch Bleiwände. Ja, wird ja immer schlimmer. Das Ding kann sich ja kaum noch bewegen, ja. Also selbst in einer Geschichte, wo dann wirklich fast alles möglich ist, ist die Ummantelung eines Raumschiffes durch Blei ist eine Katastrophe. Ja, wir Fernsehzuschauer oder Kinozuschauer, wir gucken uns sowas an, wir werden tief enttäuscht übrigens. Denn durch Blei kommt dann gar nichts mehr durch. Also weder die Gammastrahlung des Feindes, noch die Sensorstrahlung, die man ausschickt, um mal festzustellen, wo ist denn der andere eigentlich? Da kommt überhaupt nichts mehr durch. Man würde auch nichts mehr sehen, gar nichts mehr. Also diese berühmt-berüchtigten großen Bildschirme, ja, wo der Captain also gucken kann, ja, wie heißt es so schön, bringen Sie mir das Bild auf den Schirm. Das können Sie vergessen. Wenn man das ernst nähme an dieser Stelle, dann würde eine solche Science-Fiction-Geschichte todsterbenslangweilig werden. Da ist ja eigentlich überhaupt nichts mehr dran. Aber so ist es nun mal. Also, ich will es mal andersrum sagen. Die Tatsache, dass wir Astronomie betreiben können, na? Ist komisch, ne, dieser Übergang jetzt. Dass wir Astronomie betreiben können, hat was damit zu tun, dass wir elektromagnetische Strahlung auffangen können. Wir verstehen also etwas davon, wie elektromagnetische Strahlung sich im ganzen Universum
verhält. Und manchmal sieht man auch nichts. Ja, da hat man zum Beispiel so Staubwolken davor. Da wird die Strahlung absorbiert. Und bei solchen Waffen ging es auch darum, dass Strahlung nicht durch irgendwelche Felder abgelenkt werden kann, sondern nur durch Material, richtig festes Material. Und das muss eben wirklich dicht sein, um solche Strahlwaffen abzuhalten. Also Deflektorschilde für geladene Teilchen, würde ich sagen, ist kein Problem. Denn das ist eigentlich Physik des 19. Jahrhunderts. Aber Deflektorschilde für Strahlung, wie das gehen soll, entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Aber ein Professor für theoretische Physik muss ja nicht alles wissen. Computerlogbuch der Enterprise, Sternzeit 3196,1, Captain Kirk. Ein Notruf der Pergium-Produktion auf Janus 6 hat die Enterprise hierher zu dieser lange bestehenden Kolonie geführt. Ich habe mich mit Mr. Spock und Dr. McCoy zum Chefingenieur Vandenberg, dem Verwaltungsleiter von Janus 6, hinuntergebeamt. Tja, das ist es. Das ist es. Beamen, das müsste gehen. Ich meine, bei allen Raumschiffen, die es da gibt und den ganz tollen Abenteuern im Weltall geschenkt. Wenn das Beamen ginge, das wäre die Krönung. Man stellt sich jetzt mal vor, man könnte sich also von einem Punkt zum anderen ohne Transportprobleme hinbringen. Ja? Schlagartig. Dann keine Schiffsreisen mehr notwendig, keine Probleme beim Flugzeug einchecken. Einfach so, mal eben kurz. Mensch, ich brauche mal wieder ein paar Tage Urlaub. Ich verschwinde mal eben kurz nach, zum Beispiel nach Italien und verkrümel mich. Das wär's, das wär doch irre, irre. Aber was ist das, ja? Geht das, geht da was? Oder ist das alles nur Quatsch? Die Stimme wird tiefer. Der Ton wird langsamer. Der Physiker spricht. Beamen. Ich will nicht sagen, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Aber eine Angelegenheit, die eine wissenschaftliche Untersuchung lohnt. Geht das? Also betrachten wir kurz, was ist Beamen? Ja? Brille hoch, gucken wir uns die Sache mal an. Beamen bedeutet das Entmaterialisieren von etwas, und zwar komplett, sowohl in seinen Bausteinen, den Konstituenten, als auch in seinen Beziehungen, den Verbindungen, Relationen zueinander. Das bedeutet, wenn man jemanden beamen möchte, Kohlenstoffeinheit Harald Lesch zum Beispiel, muss man ihn komplett von A nach B bringen. Na? Also so. Na? Okay. Kompletto. Da bleibt nichts mehr übrig. Beamen bedeutet nicht scannen. Nee. Nicht irgendwie so abscannen. Kohlenstoffeinheit Harald wird hier jetzt komplett abgescannt und die Information, die hier drin steckt, wird irgendwo anders abgeliefert. Dann gibt es mich ja zweimal. Das will man nicht. Nein. Sondern man möchte, dass die Einheit komplett von A nach B transportiert wird. Ohne Reste. Darum geht's. Also gut, dann gucken wir uns das mal physikalisch an. Was ist dafür notwendig? Wir bestehen als Kohlenstoffeinheiten ja aus Atomen, die zu Molekülen verbunden sind. Möchte man also jemanden beamen, muss man erstens die Verbindungen der Atome zu Molekülen aufbrechen. Das ist noch nicht so wirklich schwierig. Solche Verbindungen werden aufgebrochen, indem man zum Beispiel das Material erhitzt. Dann geht schon mal das ein oder andere Molekül verloren und löst sich langsam in seine Einzelteile auf. Wenn zum Beispiel Gemüse zu intensiv gekocht wird, dann gehen die Vitamine kaputt. Das kennen wir. Okay, na gut, machen wir das so. Was wäre als nächstes da? Als nächstes wäre es notwendig, nicht nur die Moleküle, sondern auch die Atome aufzulösen. Denn die Atome, die bestehen ja aus Atomkern und Elektronen, die den Atomkern umkreisen. Ja? Also was haben wir da bei den Atomkernen? Nur, dass Sie mal eine Ahnung haben, wovon ich hier eigentlich rede. Wenn ein Atom so groß ist wie ein Fußballstadion und das Elektron auf seiner innersten Bahn, also auf seinem innersten Energiezustand um den Atomkern herumkreist, dieses Elektron wäre auf dem äußersten Tribünenrang dieses Fußballstadions, dann wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn am Anstoßkreis. Und dieser Atomkern besitzt 99% der Masse.
Das heißt, eine Verbindung aufzubrechen, die so intensiv ist offenbar, die verlangt wesentlich mehr Energie als das Aufbrechen der Molekülbindung. Ist das klar? Ist doch wohl klar. Also, Molekülbindung war geschenkt, Atombindung scheint ein Problem zu sein, um Ihnen mal eine Zahl zu nennen. Wenn man mich tatsächlich komplett auflösen will, muss man eine Mindesttemperatur von, sagen wir mal, grob 10 Milliarden Grad erreichen. 10 Milliarden Grad, das ist heiß. Das ist so heiß, dass von mir nichts mehr übrig bleibt. Gar nichts mehr. Wenn man etwas auf 10 Milliarden Grad aufheizt, da bleibt kein Auge trocken. Es gibt nichts mehr. Nichts. Mit anderen Worten, rein physikalisch, nur wenn es darum geht, Atome in sich, also so komplett aufzulösen, ist Beamen einfach Blödsinn. So geht's nicht. Es kommt noch was anderes hinzu. Das ist die Geschichte mit den Informationen. Ja? Also ich bestehe A aus diesen Teilchen, aber ja auch aus Relationen zwischen diesen Teilchen. Wenn Sie sich an das Beispiel mit den Atomen zurückerinnern. Wenn Atome praktisch aus nichts bestehen, ja, das Elektron saust da draußen auf dem Tribünenrang rum und ein Atomkern ist so groß wie ein Reiskorn. Wieso macht mich denn eine Flasche Cognac denn dann besoffen, wenn ich ja sowieso dann im Grunde genommen nichts zu mir genommen habe? Der Grund sind die Relationen. Die Relation zwischen den Atomen macht es aus, ob man ein Stück Brikett vor sich hat oder eine Kohlenstoffeinheit, die gerade erklärt, ob es Beamen funktioniert oder nicht, nämlich mich. Nur die Relation zwischen den Atomen. Zunächst mal nichts auf der rein materiellen Ebene. So, jetzt kommen wir zum Abschluss sozusagen. Jetzt schießen wir das Beamen komplett ab. Ein Mensch besteht aus Atomen und zu diesen Atomen gehört eine Ortsinformation, Höhe, Länge, Breite, x, y, z sozusagen, und die Information über den Quantenzustand der Einzelteilchen. Wenn man das nun tatsächlich zusammenzählt, ja, wir haben so 10 hoch 28 Atome und für jedes dieser Atome brauchen wir bestimmte Informationen und wir möchten diese ganzen Informationen für eine Kohlenstoffeinheit eines Humanoiden wie mich nun auf CD-ROM zum Beispiel speichern, dann hätten wir einen Turm, der Lichtjahre groß wäre. Nur um die Informationen zu speichern. Geschweige denn, die irgendwo anders hinzubringen. Es nutzt ja nicht, die zu speichern, die muss ja sofort wieder abgeliefert werden, damit diese Kohlenstoffeinheit da drüben entstehen kann. Also summa summarum muss man sagen, weder ist die Natur in der Lage, ohne besondere Schäden Atome und Molekülverbindungen aufzubrechen. Das geht nur bei ultrahohen Temperaturen. Zweitens, die Informationsmengen, die dafür notwendig sind, sind so gewaltig, das funktioniert nicht. Da muss ich leider sagen, das geht nicht. Beamen wird niemals funktionieren. Und alle Nachrichten, die man so hört, da wäre jetzt tatsächlich das Beamen im Labor gelungen, das sind nur der Transport von Zuständen, nicht der Transport von wirklichen Teilchen. Also an der Stelle muss ich leider sagen, Star Trek wird niemals Wirklichkeit werden. Niemals wird man es schaffen können, jemanden von A nach B hinzukriegen, sodass die ganze Auflösung in nichts besteht. Beamen wird nicht funktionieren. Der Captain befindet sich immer noch im 19. Jahrhundert. Doktor? Meine Analyse der Phaser hat gezeigt, dass Sie vermutlich den Spalt öffnen können. Aber er wird nicht stabil genug sein, um mehr als eine Person zu transportieren. Sie meinen, nur einer von uns kann von dort zurückkehren? Genau. Dann habe ich die perfekte Lösung des Problems. Ich bin derjenige, der das 19. Jahrhundert zurückgehen und dort bleiben sollte, damit Ihr Captain hierher zurückkehren kann. Es ist aber riskant. Wir wissen nicht, wie stabil der Spalt sein wird. Ach, das ganze Leben besteht aus Risiken. Wichtig ist nur, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich muss noch viele Bücher schreiben und Ihr Captain hat hier seinen Job zu machen. Jordi, informieren Sie ihn über alles, was er wissen muss. Aye, Sir. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen zu danken. Wofür, Sir? Wofür? Dafür, dass Sie mich das größte Abenteuer haben erleben lassen, das man sich nur vorstellen kann. Und dafür, dass Sie einem verbitterten alten Mann die Augen geöffnet haben. Jetzt weiß ich, dass die Zukunft trotz allem doch ziemlich lebenswert ist. Jetzt wissen wir es ja auch. Die Zukunft ist ziemlich lebenswert. Brauchen wir dafür wirklich eine Zeitreise? Es wäre ein irres Ding. Also wenn man sich das überlegt, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was es bedeutet, eine Zeitreise zu machen, was für Fehler man alle ausgleichen könnte, alle gesprochenen Worte
könnte man sich wieder sozusagen selbst in den Mund zurückschieben. Unglaublich. Also für mich persönlich ist der Beweis schlechthin, dass es keine Zeitreisen gibt, die Tatsache, dass es ab und zu mal einen Jackpot im Lotto gibt. Denn wenn es Zeitreisen gäbe, dann würden die ja aus der Zukunft schon lange in die Vergangenheit zurückgereist sein und würden sich regelmäßig, weil sie natürlich die entsprechenden Lottozahlen ja schon lange kennen, würden die sich natürlich im Grunde genommen das Geld holen. Das heißt mit anderen Worten, entweder sind die Zeitreisen von denen schiefgegangen oder es gibt keine. Tja, aber das ist eigentlich kein wirklich logisches Argument. Das wirklich richtige logische Argument, ich spreche tiefer, werde also seriöser, ist die Sache mit dem Paradox, mit der paradoxen Situation, dass man, obschon man eine Zeitreise macht, man gerade durch die Zeitreise seine eigene Existenz ausgelöscht hat. Na, Sie kennen die Geschichte doch, mit der Großmutter. Ja? Man reist zurück in eine Zeit, verliebt sich in seine eigene Großmutter, auf diese Art und Weise wird der ganze Abstammungsablauf völlig gestört. Die Großmutter kann den Großvater nicht kennenlernen und so weiter und so weiter. Und auf diese Art und Weise hat man die Bedingungen seiner eigenen Möglichkeiten von Existenz, um es mal philosophisch auszudrücken, gelöscht. Aber wie kann man denn da eine Zeitreise machen? Das kann ja dann nicht stimmen. Also irgendwas stimmt da nicht. Im Übrigen ist es so, wenn Zeitreisen möglich wären, dann müsste ja es auch möglich sein, dass ständig etwas Absurdes passiert. Nun werden Sie sagen, es passiert ja ständig was Absurdes. Nee, was ich meine ist, dass ständig irgendwelche Dinge ablaufen, Vorgänge sich durchlaufen, die wir überhaupt nicht verstehen würden. Für die es keinen klaren Ursache-Wirkungszusammenhang gibt. Zeitreisen würden unsere Welt auf den Kopf stellen. Und jetzt werde ich mal ein Argument bringen, was Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Die Tatsache, dass wir klar denken können, bedeutet, dass wir in der gesamten Evolutionsphase, in der es Menschen gibt, und das ist schon eine Weile her, es sicherlich keine Störungen der Raumzeit gegeben hat, in der eine Zeitreise irgendwie relevant gewesen ist. Das heißt, mit anderen Worten, wir können zunächst einmal logisch schließen. Die Tatsache, dass wir so denken, wie wir denken, wir Menschen, bedeutet, es hat in unserer Evolution niemals eine Entwicklung gegeben, dass irgendwann mal die Gehirnentwicklung durch Zeitreisen gestört worden ist. Die Tatsache, dass wir so sind, wie wir sind, ist ja da das Resultat der Entwicklung seit vielen Millionen Jahren. Hominiden gibt es seit ungefähr 7 Millionen Jahren. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Ich weiß. De facto, als Physiker würde ich natürlich sagen, Zeitreisen sind deshalb unmöglich, weil das Universum expandiert. Denn dadurch, dass das Universum expandiert, kühlt es sich ab, möchte ich eine Zeitreise unternehmen, dann müsste ich das gesamte Universum in den Zustand bringen, in dem es war, in den ich hineinreisen will. Also mit anderen Worten, wenn ich in das Vorgestern hineinreisen will, dann muss ich das gesamte Universum, also alle 10 hoch 80 Teilchen im Universum, sämtliche Sterne, sämtliche Galaxien und so weiter, in den Zustand bringen, in dem es damals, also vor 48 Stunden gewesen ist. Da es aber in diesem Universum zumindest keine perfekte Maschine gibt, müsste ich dafür mehr Energie aufwenden, als das Universum zur Verfügung stellt. Denn jede Maschine im Universum verliert Energie durch Wärme. Eine Zeitreise würde also bedeuten, ich müsste an eine Energiequelle herankommen, die außerhalb des Universums liegt. Das ist naturwissenschaftlicher Nonsens. Damit kann ich nicht arbeiten. Als Naturwissenschaftler kann ich weder eine Frage beantworten wie, was war vor dem Urknall, also was war vor dem Anfang des Anfangs, noch eine Frage beantworten, was ist außerhalb des Universums. Eine Zeitreise ist nicht möglich. Punkt. Der lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt mit anderen Worten, die Serie, die wir da gesehen haben, die Sendung, die wir diskutieren bei Star Trek, ist, was die Zeitreisen betrifft, Fiktion. Es ist nicht Wissenschaft. Die Wissenschaft und die Philosophie verbietet die Existenz von Zeitreisen. Unser Denkapparat verbietet die Existenz von Zeitreisen. Wir können das zwar ausrechnen, ob es nicht vielleicht doch irgendwie die Möglichkeit gäbe, im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, auf die wir immer wieder kommen, durch geschlossene Weltlinien und so weiter Zeitreisen zu unternehmen. Es passiert aber alles nicht. Es tut mir leid. Mit jeder Sekunde, die das Universum expandiert, ändert sich der Zustand des Universums, nimmt die Temperatur des Universums ein bisschen ab. Die Unordnung nimmt zu, die Desinformation nimmt zu, je größer das Universum wird. Es gibt nichts, aber auch gar nichts,
was durch eine Zeitreise sozusagen zu retten wäre. Selbst wenn wir eine Zeitreise machen würden, würden wir älter werden. Und die Tatsache, dass die Zukunft lebenswert ist, das wissen wir sowieso. Also in diesem Sinne, Zeitreisen, nein, danke. Selbst bei Maximalgeschwindigkeit würde es 75 Jahre dauern, die Föderation zu erreichen. Aber damit werde ich mich nicht abfinden. Irgendwo da draußen gibt es ein zweites Wesen wie den Fürsorger, das die Fähigkeit besitzt, uns viel schneller zurück nach Hause zu bringen. Wir werden es suchen. Wir werden nach Wurmlöchern Ausschau halten, nach Spalten im Raum und nach neuen Technologien, die uns weiterhelfen können. Irgendwo auf dieser Reise werden wir einen Weg zurückfinden. Mr. Paris, setzen Sie einen Kurs nach Hause. Boah, da läuft es einem ja kalten Rücken runter. Irgendwo werden wir einen Weg finden nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist ja Irrsinn. 75 Lichtjahre, ne? Das ist ja, wie weit ist das? Ach so, also zur Sonne sind es 8 Lichtminuten, also 150 Millionen Kilometer ist der Abstand Erde-Sonne. Ja, der Mond ist knapp 400.000 Kilometer von uns entfernt, das ist etwas mehr als eine Lichtsekunde. Wir sind jetzt mit unseren Sonden im Sonnensystem mal gerade, was haben wir neulich noch gesehen? Saturn war doch noch was. Wir sind auf dem Weg zum Pluto, wir haben schon mal ein paar Sonden tatsächlich aus dem Sonnensystem rausgeschickt. Das ist alles im Bereich von Lichtstunden, einem halben Lichttag vielleicht, wenn es hochkommt. Das ist alles. Und ein Mensch hat also seinen Fuß bis jetzt nur auf einen einzigen anderen Himmelskörper gestellt, nämlich auf den vom Mond. Vielleicht wird man in 30, 40 Jahren am Mars sein. Aber 75 Lichtjahre, ein Lichtjahr, das ist so lange, wie das Licht braucht, um das ist unglaublich, 300.000 Kilometer pro Sekunde, ist das, was die Lichtgeschwindigkeit darstellt. Ein Jahr. 86.400 Sekunden mal 365 mal 300.000 Kilometer, das ist ein Lichtjahr. Es ist unglaublich weit. Und da liegt auch das Problem, das Riesenproblem. Wenn man eine Reise in den Weltraum antritt, dann kann es einem passieren, dass man nie wieder nach Hause kommt. Nicht deswegen, weil da keiner mehr ist oder weil man nicht zurückkäme. Nee, im Gegenteil. Man kommt zurück, aber die Menschen, die man damals verlassen hat, die gibt es schon lange nicht mehr. Und es weiß noch nicht mal irgendjemand auf dem Planeten, wer man sei. Weil inzwischen sind auf diesem Planeten nämlich 3.000, 5.000 Jahre vergangen oder 10.000 Jahre, wenn man Pech hat. Da schlägt nämlich die Relativitätstheorie, die schlägt da gnadenlos zu. Da wird die Theorie zur Praxis. Wenn man sich mit so hohen Geschwindigkeiten durchs All bewegt, dass man nah an die Lichtgeschwindigkeit rankommt, dann geht die Uhr, die sich mit mir bewegt, die geht so langsam, dass es einen graust. Nehmen wir an, ich verabrede mich mit jemandem für nächsten Dienstag um 15 Uhr, fliege mit meinem Raumschiff los, ja, mir fällt was hin während des Fluges, ich verrutsche sozusagen, rutsche mit dem Finger von der Beschleunigungstaste, gebe zu viel Gas, auf Deutsch gesagt, also mein Triebwerk kann mal für 5 Sekunden zünden, ich erreiche 98% Lichtgeschwindigkeit und die Sache ist gelaufen. Das Rendezvous wird niemals stattfinden. Denn meine Uhr, weil ich mich zwischendurch so schnell bewegt habe, meine Uhr ist so langsam gegangen, dass bei mir quasi nur wenige Sekunden vergangen sind. Aber bei dem anderen, der sich nicht bewegt hat, sind 7.000 Jahre vergangen. Den Dienstag gibt's gar nicht mehr, wo wir uns verabredet haben. Das ist das Problem. Jetzt stelle man sich mal vor, man würde einer solchen Schiffscrew angehören, die irgendwo in einem Raumbereich in der Milchstraße verschwunden ist, schräg in der Raumzeit hängt und nun sucht man einen Weg nach Hause. Das Beste, was denen noch passieren kann, ist, dass sie langsam fliegen. Schön langsam. Wenn sie zu schnell fliegen, dann wird derartig viel Zeit vergehen auf dem Planeten, den sie anfliegen wollen, dass auch kein Mensch mehr weiß, wo sie herkommen. Geschweige denn, zu welcher Konföderation die denn gehören. Die brauchen also solche interstellaren Abkürzungswege wie die Wurmlöcher. Ansonsten ist eine interstellare Raumfahrt gar nicht möglich. Also so wie wir uns das vorstellen, so mit dem Auto mal von A nach B, könnte man auch mit dem Raumschiff von A nach B fliegen. Das kann man vergessen. Das geht nur relativistisch. Also mit Geschwindigkeiten in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Aber das ist auch sehr frustrierend.
Weil es nämlich bedeutet, wenn man diese Abkürzungsstrecken, diese Wurmlöcher nicht findet, wenn es einem nicht gelingt, die Raumzeit so zu krümmen, dass man sich mit aberwitziger Geschwindigkeit bewegen kann, um es mal so auszudrücken, dann verliert man seinen Kontakt zur Heimat. Da gibt es keine Freunde mehr, da gibt es keine Bekannten mehr, nix. Alle diejenigen, die sich aufmachen ins Weltall und diese Wege nicht finden, die man bei Star Trek schon gefunden hat, ja, die haben ihren Kontakt nach Hause verloren. Da geht gar nichts mehr. Das klingt jetzt ein bisschen deprimierend, aber es ist so. Interstellare Raumfahrt ist eine hochgefährliche Angelegenheit. Gucken wir uns mal wenigstens noch mal für einen Moment an, wo könnte man denn überall hinreisen? Also wir haben ja eben gehört und gesehen, 75 Lichtjahre. Das ist jetzt für mich als Astronomen, würde ich sagen, quasi vor der Haustür. Denn die Milchstraße ist ein Sternengebilde von einer Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren. Also in der Hier-Physik, in der Physik-Physik, würde eine Pizzabestellung von einem Rand der Milchstraße zum anderen 100.000 Jahre dauern. Das ist also die Wirkungsgeschwindigkeit, ist ja nun mal die Lichtgeschwindigkeit. Ich kann es nicht ändern. 100.000 Lichtjahre. So groß ist die Sterneninsel, die wir Milchstraße nennen. Und in dieser Sterneninsel gibt es 100 Milliarden Sterne. Also im Prinzip gibt es genügend Anflugziele. Nur will man tatsächlich überall dahin, wo es auch möglicherweise hochgradig gefährlich ist. Also die Milchstraße setzt sich zusammen aus einem zentralen Sternhaufen in der Mitte. Da ist sogar ein schwarzes Loch drin. Und da gibt es sehr, sehr viele Sterne, die für ein Raumschiff außerordentlich unerfreuliche Eigenschaften haben. Also die sind hochgradig variabel, haben sehr starke Sonnen, also Röntgenausbrüche. Das ist alles nicht besonders schön. So, ich würde sagen, der richtige Reisebereich für ein normales Schiff der Sternenflotte ist die berühmte grüne Zone. Das ist die Zone, wo auch die Sonne drin ist. Das ist so ein Grüngürtel um das Zentrum der Milchstraße drumherum. Wir sind 27.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Und in diesem Grüngürtel, da gibt es all die Sonnen und Sterne damit, die möglicherweise die Eigenschaft haben, um sich herum Planeten gebildet zu haben, die dann tatsächlich auch Leben haben. Also astronomisch gesprochen ist der Bereich, in dem sich das Ganze tatsächlich abspielen sollte, wo ein Raumschiff hinfliegen kann, wohl definiert. Nämlich da, wo genügend Bedingungen erfüllt sein können, sodass auch Leben auf einem Planeten entstanden sein kann. Aber summa summarum, um das nochmal zu sagen, ist die Reise ins Universum eine zutiefst unmenschliche Angelegenheit. Die Eigenschaften des Universums, und das merkt man auch bei Star Trek, sind so, dass wir eigentlich am allerliebsten nach Hause fliegen. Fassen wir mal zusammen, was wir wissen. Es gibt Außerirdische, die durch eine Zeitreise auf die Erde gelangt sind. Was ist, wenn sie aus irgendeinem Grund unsere Geschichte zu verändern versuchen? Eine Art Guerillakrieg vielleicht? Wir müssen annehmen, dass eine Bedrohung vorhanden ist. Wenn nicht für uns, dann für die Erde des 19. Jahrhunderts. Wir müssen ergründen, worin diese Bedrohung besteht, Mr. LaForge. Wir sollten versuchen, mit diesen Lebensformen zu kommunizieren. Tja, wir sollten versuchen, mit diesen Lebensformen zu kommunizieren. Ja, ja, ja. Wenn sie mal hierher kämen. Das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Überhammer, wenn definitiv auf der Erde Außerirdische landen würden. Also nicht nur irgendwo in einem Kleiderschrank, so à la IT oder bei irgendeinem Wiesbadener Schrotthändler, sondern wirklich richtig so, soll ich sagen, ja, Berlin, Potsdamer Platz, von oben segelt ein Raumschiff runter, landet, wildfremde Außerirdische sozusagen, die da rauskommen. Das wäre doch irre. Das wäre doch, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. An der Stelle könnten wir eigentlich die Sendung beenden, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Nee, aber es ist natürlich schon, man kann sich die Frage stellen, warum soll überhaupt irgendjemand uns auf unserem Planeten besuchen? Weil wir was Besonderes sind. Damit meine ich jetzt nicht die Krone der Schöpfung, nee. Aber wir sind ein besonderes Plätzchen. Zumindest in diesem Teil der Milchstraße gehören wir zu den wenigen Systemen, von denen man definitiv weiß, dass es sich um Planeten handelt, die um einen G-Stern, und zwar um einen Einzelstern herumlaufen. Vielleicht wäre es ja so, wie in dieser einen Science-Fiction-Geschichte, ich weiß gar nicht, von wem sie ist, da weiß man einfach in der Milchstraße, allgemein bekannt, es gibt diesen einen Planeten, der um diesen einen Stern da herumläuft,
bei dem ab und zu mal der Trabant dieses Planeten diesen Stern komplett verfinstert. Und das sei der einzige Planet in der Milchstraße, bei dem das so wäre. Sie wissen, was ich meine? Ja, die regelmäßigen Sonnenfinsternisse. Schließlich sind die ja auf der Erde durchaus auch immer Anlass für Reisende, irgendwo hinzufliegen und sich mal anzugucken, wie es eigentlich aussieht, wenn die Sonne komplett durch den Mond abgedeckt ist. Das ist ja sehr, sehr eigenartig, sehr eigenartig. Ah, komisches Licht. Und wahrscheinlich würden wir auch genauso eigenartig darüber denken, wenn direkt neben uns ein außerirdisches Raumschiff landen würde. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Wahrscheinlich wäre ich völlig platt, sprachlos, was in meinem Fall nicht sehr häufig vorkommt. Aber wieso sollen die uns besuchen? Jetzt mal Spaß beiseite. Warum sollten die uns besuchen? Nun, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die das ein bisschen plausibel zu machen. Nehmen wir zum Beispiel die Zoo-Hypothese. Ne? Dann gibt es zum Beispiel die Hypothese, wir sind in einem Teil der Milchstraße, wo man eine Lebensform auf einem Planeten ganz in Ruhe sich entwickeln lassen möchte. Und die außerirdischen Raumschiffe, die wir hin und wieder mal sehen als nicht identifizierbare Flugobjekte, die wären nichts anderes als so ein bisschen die Safari, ja, wie soll man sagen, die Safari-Jeeps der Wildhüter. Ja, man möchte einfach, dass man uns hier nicht stört, sodass die Zivilisationen, die sonst in der Milchstraße ihr Wesen oder Unwesen treiben, uns in Ruhe lassen und auf diese Art und Weise können wir uns in Ruhe entwickeln. Sodass die Besuche von Außerirdischen praktisch sowas sind wie Wildhüterbesuche. Nur gucken, dass alles seinen Schick hat. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie sagt, dass hier und bei uns noch niemand gelandet ist, hat damit zu tun, dass wir völlig uninteressant sind. Wir haben schließlich noch nicht gezeigt, dass wir in der Lage wären, auch tatsächlich es wert zu sein, über längere Zeit auf dem Planeten zu leben. Und die dritte Hypothese sagt, es gibt gar keine Außerirdischen. Es gibt überhaupt keine in unserer Milchstraße. Wir sind die allerersten, die ersten intelligenten Lebewesen in der Milchstraße. Weil nämlich die Entwicklung der Milchstraße jetzt erst so weit ist, dass genügend schwere Elemente, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter, in einer vernünftigen Menge, in einem vernünftigen Abstand von dem Zentrum der Milchstraße endlich entwickelt worden sind, erbrütet worden sind, sodass unser Planet Erde, der um die Sonne herumkreist seit 4,5 Milliarden Jahren, dass erst seit damals genügend schwere Elemente da sind, dass überhaupt Kohlenstoffeinheiten entstehen können. Also möglicherweise kriegen wir deshalb keinen Besuch von Außerirdischen, weil die noch gar nicht so weit sind. Das sind aber nur Spekulationen, denn bis jetzt hat uns ja noch keiner besucht. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass das, was Entdeckungen antreibt, genau das gleiche ist wie bei uns. Also zum Beispiel Geldgier. Ne? Einfach normale, ordentliche Geldgier. Könnten da die Außerirdischen bei uns was Besonderes holen? Ne? Wahrscheinlich eher nicht, denn die Währungen, die bei uns gelten, gelten da natürlich überhaupt nicht. Was soll das also? Macht nix. Aber die Rohstoffe. Vorsicht, die Rohstoffe, da könnte vielleicht was dran sein. Denn unser Planet hat ja offenbar durch seine biologische Entwicklung durchaus eine gewisse Sonderstellung im Universum. Ja? Soweit wir wissen. Er ist einer der wenigen Planeten, die Leben trägt. Das ist zumindest momentan der Stand der Dinge. Möglicherweise sind irgendwelche Rohstoffe auf unserem Planeten für die Außerirdischen von Interesse. Was wäre noch eine Möglichkeit? Also eine ganz dumme, jetzt nur unter uns, eine ganz dumme Möglichkeit wäre natürlich, dass sie sich erholen wollen. Ja, doch. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie machen also so eine Ewigkeitsreise durchs interstellare Medium, haben keinen getroffen, die ganze Zeit immer mit den gleichen Leuten oder mit den gleichen, ja, wie soll ich, Leuten kann man ja nicht sagen, mit den gleichen Existenzen sozusagen im gleichen Raum. Hinter Ihnen schlägt keine Tür zu, wenn Sie mal sauer sind, immer nur. Die Leute werden mürrisch, zornig und die brauchen ab und zu mal Auslauf. Insofern kann es sehr gut sein, am besten gar nicht entdeckt zu werden. Also im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, plädiere ich hier dafür, sich zu überlegen, wie es in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Wie war das? Der Unterschied zwischen Entdeckern und Entdeckten. Ja? Meistens waren diejenigen, die entdeckt worden sind, die Verlierer. Also vielleicht ist es gar nicht so gut, entdeckt zu werden. Vielleicht sollten wir uns am besten ganz ruhig verhalten. Und zwar so lange, bis wir endlich die Fähigkeiten haben, die bei Star Trek schon lange Wirklichkeit geworden sind. Dann sind die Außerirdischen gerne willkommen bei uns. Zu Gast bei Freunden.
Das ist eine Blume, Lal. Riechen. Geruch? Ja. Zeig mir mehr, Vater. Computertagebuch des zweiten Offiziers. Ausbildung und Training auf der Elementarebene nehmen ihren Fortschritt. Lal lernt langsam, wird aber kaum noch durch Rückschläge entmutigt. Während sich die motorische Koordination um ca. 12% verbessert hat, muss die Geschwindigkeit ihrer Reflexe noch entscheidend erhöht werden. Optische Wahrnehmung ist besonders schwierig für Lal. Die Fähigkeit, logische Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Gebieten ihrer Datenbanken herzustellen, muss noch verbessert werden, vielleicht durch zusätzliche Übertragungen. Lal lernt, ihr Androidenverhalten durch simulierte menschliche Reaktionen zu ergänzen. Also hier stellt sich ein ganzes Bündel von Fragen. Und das Bündel ist ziemlich groß. Weil hier tauchen technische Probleme auf, über die zu reden ist, aber noch viel interessanter, nach meinem Dafürhalten, sind Probleme, wie handle ich einem Androiden gegenüber? Was kann ich dem zuordnen? Hat der Würde? Ist das ein Lebewesen oder ist es eine Maschine oder was? Also ich will mich erstmal warm sprechen. Als Physiker ziehe ich mich zurück auf die Technik. Und die Technik hier bedeutet eine unglaubliche Anforderung an Computer. Eine irre Rechenleistung. Wahnsinn. Eine Wahnsinnsrechenleistung, die gleichzeitig erbracht werden muss. Es muss zunächst einmal so sein, dass eine Maschine in der Lage ist, sämtliche Funktionen eines Gehirns tatsächlich zu simulieren. Und zwar schnell. Das heißt nicht nur zu simulieren, sondern gleichzeitig auch noch sensorielle Eindrücke, also das, was von außen kommt, zu verarbeiten, parallel zu verarbeiten und währenddessen sozusagen ständig Querverbindungen, Rückverbindungen und alles weitere schlagartig zu knüpfen. Also im Grunde genommen genau das, was wir gerade tun. 99% des Gehirns eines Menschen beschäftigt sich pausenlos mit sich selbst. Sonst macht das Gehirn nichts. 1% sind dazu da, zu gucken, was ist die Welt, was mache ich hier und äußere Eindrücke wahrzunehmen. Das ist alles. Also da stellt sich schon die Frage, ob das überhaupt jemals möglich sein wird, sozusagen auf unnatürliche Art und Weise ein Lebewesen zu konstruieren, das so perfekt einen Menschen mimikriert, simuliert und darstellt. Aber die viel interessantere Frage ist natürlich tatsächlich, nehmen wir mal an, wir wären in einer Welt, wie sie dargestellt wird in Star Trek, und es gäbe solche künstlichen Wesen. Wesen, die nicht der natürlichen Evolution folgend sich langsam Schritt für Schritt entwickelt haben, durch Anpassung an die Umwelt Erfolgsrezepte ausprobiert haben und diejenigen, die dann besonders erfolgreich geblieben sind, die sind ja dann auch übrig geblieben, sondern wenn jemand von Anfang an eine Maschine, ein Wesen konstruiert hat und sagt, so, das bauen wir jetzt so hin. Ein Wesen, das durchaus hier und da eine gewisse Reparaturfähigkeit hat, aber im Grunde genommen von vornherein ausgestattet ist. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Mensch? Ist es eine Maschine? Oder was? Ist es eine Menschine? Das ist eine wirklich interessante Frage. Und die Philosophie hat versucht, darauf durchaus die eine oder andere Antwort zu geben. Wie soll ich mich anderen Lebewesen gegenüber verhalten, anderen Wesen gegenüber verhalten? Aber bis jetzt ist da nichts Befriedigendes bei rausgekommen. Also mit welcher Situation haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Interessant ist ja, dass auch die Kenner von Star Trek hier keine Antwort wissen. Sogar die Macher von Star Trek wissen eigentlich keine. Denn man hat ja gesehen, hier reden zwei künstliche Lebewesen miteinander und benutzen ein Wort, was normalerweise in der Sprache, in der wir uns befinden, mit Lebewesen zu tun hat und nicht mit Maschinen, nämlich das Wort Vater. Da ist der Konstrukteur und der wird als Vater bezeichnet. Nun, um es mal ganz klar zu sagen, wenn man in einer Welt lebte, in der Androiden, wie wir sie von Star Trek kennen, so weit verbreitet wären, wie das in der Serie der Fall ist, dann müsste es von vornherein schon lange eine Vorgabe
geben, eine ethische Vorgabe, wie man sich solchen Lebewesen gegenüber zu verhalten hat. Und möglicherweise kommen ja da ganz interessante Resultate dabei raus. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel eine Softwareprogrammierung eines Androiden unmittelbar zu Aussagen der Philosophie führt. Zum Beispiel zum kategorischen Imperativ. Handle so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können. Das ist das Allerbeste, was es gibt. Ja? Also so zu handeln, dass man möchte, dass alle anderen auch so handeln. Was im Übrigen dazu führt, dass ein Bankräuber dürfte niemals eine Bank überfallen. Unter dem kategorischen Imperativ. Denn wenn er eine Bank überfällt, dann würde er allen anderen ja auch erlauben, eine Bank zu überfallen. Wo soll er dann sein Geld anlegen? Ja? Also es könnte nicht funktionieren. Also die Forderung nach einem kategorischen Imperativ, wenn das aus einer Software herauskäme, das wäre ja göttlich. Ja, das wäre irre. Aber das wissen wir nicht. Es kann also durchaus sein, dass auf der einen Seite die Entwicklung von Androiden, so wie sie bei Star Trek angedeutet ist, dazu führt, dass Menschen sich Androiden gegenüber genauso verhalten wie gegenüber Menschen. Es kann sogar sein, dass dabei herauskommt, dass eine Maschine ab einem bestimmten Komplexitätsgrad sowas ist wie ein Mensch. Weil er Intelligenz besitzt, er kann Selbstreflexion besitzen, also kann über sich selbst nachdenken. Er kann damit etwas bekommen, was wir im Allgemeinen nur Wesen zuordnen, die natürlich sind, nämlich Würde und Einmaligkeit damit. Es kann natürlich unter Umständen auch herauskommen, dass letztlich überhaupt nichts anderes dabei rauskommt als eine Maschine. Dass Maschinen nichts anderes kreieren können als Maschinen. Also in diesem Sinne stellt Star Trek hier eine Frage, zu der wir nichts, aber auch wirklich noch gar nichts Festes in den Händen halten. Für uns Menschen, jetzt im 21. Jahrhundert, stellt sich eine interessante Frage. Die Entwicklungen in der Medizin laufen darauf hinaus, dass wir zunehmend künstliche Teile haben werden. Ja? Künstliche Gelenke, künstliches Herz, künstliche innere Organe, vielleicht sogar eines Tages, wer weiß, ein künstliches Hirn. Ja? Wie verhalten wir uns, wenn wir wissen, dass wir zum Teil aus irgendwelchen Materialien bestehen, die mit unserer Natur gar nichts mehr zu tun haben? Das werden Fragen sein, die wir in Zukunft tatsächlich irgendwie beantworten müssen. Wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, von denen wir wissen, dass sie im Grunde genommen teilweise nur aus künstlichen Teilen bestehen? Ist ein Gedanke, der in einem künstlichen Gehirn gedacht wird, wenn er gut ist, schlechter als ein guter Gedanke, der in einem natürlichen Gehirn gedacht wird? Ja? Also das sind alles Fragen, die hier von Star Trek angedeutet werden und die meiner Ansicht nach sehr, sehr weitreichend sind. Die Zukunft, wir wissen ja nicht, wie sie aussieht, aber vermutlich wird in Zukunft der Computer und alle seine Anwendungen eine sehr große Rolle spielen. Und wie weit ist eine Vermengung, eine Vermischung, eine, wie soll man sagen, eine Kombination von Mensch und Computer geben wird, das wissen wir noch gar nicht. Aber Star Trek macht hier eine Tür auf in eine Welt, die uns definitiv irgendwie empfangen wird. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber ich finde, hier hat sich die Serie wirklich um ein Thema verdient gemacht. Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wir werden uns damit beschäftigen müssen. Computerlogbuch der Voyager, erster Offizier, Commander Chakotay, Nachtrag. Es gibt keine Spur von Captain Janeway und Lieutenant Paris, seit sie in einer Subraumspalte verschwanden. Dies ist eine der Subraumspalten, die wir mit dem Magneton-Scanner auf der Oberfläche entdeckt haben. Dies ist der Zeitpunkt der Explosion, als sich die Spalte öffnete. Wenn sich danach die Druckwellen zerstreuen, wird die Spalte immer enger. Wir vermuten, dass der Captain und Lieutenant Paris an dem schmalen Ende gefangen sind. Die Druckwellen der meisten Explosionen zerstreuen sich in der Zukunft. Wir nehmen aber aufgrund der Wahrnehmung, von denen Paris uns berichtete, an, dass diese sich in der Vergangenheit zerstreuen. Das würde zu dem Subraumschaden, den wir beobachtet haben, passen. Warum konnten sie nicht wieder zurückkehren, so wie Mr. Paris beim ersten Mal? Er hat sich nicht ganz im Inneren der Spalte befunden. Wie Sie wissen, sahen wir Paris noch dort stehen, obwohl er schon die andere Seite sah. Also ist es denkbar, dass der Captain und Paris nur Stunden oder Minuten, bevor die Explosion stattfindet, existieren? Es ist nicht möglich zu messen, wie weit zurück in die Vergangenheit diese Subraumspalten reichen. Wie finden wir sie? Wie ich Captain Janeway kenne, wird sie, um uns zu helfen, ein Subraumsignal aktivieren. Das können wir nur hoffen. Zunächst müssen wir eine Spalte an einem Ort, wo sie Waren finden. Dann müssen wir diesen Spalt mikroscannen und versuchen, ihr Subraumsignal aufzufangen. Sobald wir herausfinden, wann und wo sie sich aufhalten, müssen wir an dieser Stelle den Spalt weiten. Jesus,
Die Subraumspalten müssen geweitet werden. Wie mache ich denn das? Dann nehme ich eine Subraumzange und quäle den Subraum damit so lange auseinander, bis ich endlich durchkomme, oder was? Das ist jetzt ein Thema, da werde ich mich ausbreiten in einer Theorie, die kein Mensch versteht, ich auch nicht. In der Stringtheorie, wir werden über 11 Dimensionen, werden wir hier jetzt gleich palabern. Denn Subräume, das ist eine tolle Angelegenheit. Ja, also wieder kommen wir zur seriösen Darstellung zurück. Der Subraum. Definieren wir zunächst mal, was ist das eigentlich? Es handelt sich offenbar um etwas, was normalerweise mit den Protagonisten nichts zu tun hat. Normalerweise sind die in ihrem Raum, also in dem normalen Universum. Und dann gibt es aber noch diesen Subraum, wo man vor allen Dingen immer wieder hin kann, um zum Beispiel Reisen zu unternehmen, die aber auch sehr gefährlich ist. Ja. Andere Naturgesetze herrschen dort, andere Zeit und so weiter, andere Ausbreitungsgeschwindigkeiten sind möglich. Der Subraum ist sozusagen der Notausgang für alle Möglichkeiten, die irgendwie in dieser Serie mal auftauchen. Wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich nicht auf, sondern ich verschwinde im Subraum. Hm? Ja, was ist es denn dann? Also ganz wissenschaftlich gesprochen stehen wir heute, Beginn des 21. Jahrhunderts, in der theoretischen Physik vor der Frage, gibt es mehr als nur die Dimensionen, mit denen wir es tagtäglich zu tun haben? Was für Dimensionen sind das? Höhe, Länge, Breite, klar, die Raumdimension und währenddessen läuft die Zeit. Wir werden alle älter, hilft nichts. Das heißt, wir sind in einem vierdimensionalen Raumzeitkontinuum, in dem sich das abspielt, was wir als unsere Existenz verstehen. Das Interessante ist übrigens, mehr als diese drei Raumdimensionen, die aktiv sind, darf es nicht geben. In einem Universum, das eine Dimension weniger, eine Raumdimension weniger oder eine Raumdimension mehr hätte, gibt es keine stabilen Planetenbahnen. Dann würde es natürlich auch keine Lebewesen geben, die danach fragen können, ob es mehr Dimensionen gibt als nur diejenigen, die sie spüren. Ist das klar? Das heißt, wir leben in einem dreidimensionalen Universum, ist kein Wunder. In einem andersdimensionalen Universum wird es keine Planeten geben, keine Lebewesen, aus. So weit, so gut. Aber was gibt es denn noch? Wieso gibt es denn noch mehr Dimensionen? Wieso brauchen wir denn noch mehr Dimensionen? Ja, es ist so. Die moderne theoretische Physik verlangt ja mehr als nur die Erklärung von Planetenbahnen. Sie verlangt ja, dass zum Beispiel auch erklärt wird, wie ist die Materie aufgebaut, welche Naturgesetze dominieren die Stabilität, oder nicht dominieren, sondern beschreiben die Stabilität von Materie. Warum ist das so, wie es ist? Warum ist unsere Welt so, wie sie ist? Und eine solche Theorie, die verlangt nun mehr. Eine solche Theorie verlangt mehr als drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension. Eine solche Theorie verlangt nach 11 Dimensionen. Wir kommen schon dem Subraum näher. Keine Bange, keine Bange. Ich muss das nur erstmal, das war erstmal das Vorspiel. Jetzt kommen wir langsam an den Subraum. Wir würden also gemäß dieser Theorien, die als die großen vereinigten Theorien gelten oder auch als die Theorien von allem, gemäß dieser Theorien leben wir in einem Universum, das 11 Dimensionen hat. Ein Subraum wäre dann ein Raum mit weniger Dimensionen als der gesamten Anzahl von Dimensionen, die das Universum so hat. Jetzt hoffe ich nur, dass Sie noch nicht abgeschaltet haben. Das ist nicht ganz einfach, ich weiß. Ich kann es leider hier auch nicht vorrechnen. Aber glauben Sie es mir, wir brauchen mehr als nur die Dimensionen, die wir tagtäglich so erleben. Ja, also ein Subraum hat weniger Dimensionen als das gesamte Universum. Und in diesem Subraum würden sich dann entsprechend tatsächlich andere physikalische Gesetzmäßigkeiten abspielen lassen als der Teil des Universums, den wir als das Gesamte begreifen. Die Sache hat nur einen Haken. Ich habe ja bei den Wurmlöchern schon mal darauf hingewiesen. Alle Phänomene, die auf diese zusätzlichen Dimensionen hindeuten, alle Phänomene dieser Art, nicht zuletzt, weil sie in unserem normalen Leben ja gar nicht spürbar sind. Wir merken ja nichts davon. Ne? Also, alle Phänomene der zusätzlichen Dimensionen, ich will es nochmal wiederholen, konzentrieren sich auf einen außerordentlich kleinen, aberwitzig kleinen Raumbereich. Bei den Wurmlöchern habe ich das schon mal angedeutet, ich sage es aber jetzt nochmal. Es geht hier um Phänomene, die sind im Bereich
von 10 hoch minus 33 Zentimeter. 20 Größenordnungen kleiner als das Proton, also irgendwas ungeheuer Kleines. Diese Zusatzdimensionen, von denen in dieser Theorie, der Stringtheorie, die Rede ist, die tauchen ja nur auf im Subatomaren, um dieses schöne Wort zu benutzen. Ja? Also der Unterraum eines Atoms. Also wir bestehen ja aus normalen Atomen, ist klar. Also gibt es den Atomkern und im Atomkern herum, da rasen die Elektronen und so weiter. Nee. Wir gehen jetzt in den Atomkern rein und gehen nochmal in die Nukleonen, also in die Kernbausteine rein. Und das reicht immer noch nicht. Erst da unten, sozusagen am untersten Urgrund von allem, was ist, da tauchen diese Zusatzdimensionen auf. Und bei Star Trek, ja, da heißt es dann, da müssen wir eine Subraumspalte aufmachen. Ja? Das heißt, hier ist ein Begriff verwendet worden aus der Physik. Physik der 60er und 70er Jahre, wo das so langsam auftauchte. Wir brauchen Zusatzdimensionen, um die elektromagnetische Wechselwirkung, also diejenige, die für den elektrischen Strom zuständig ist, mit den Kernkräften, also den Kräften, die dafür zuständig sind, dass die Atomkerne A zusammenhalten und B andere wiederum von den Atomkernen zerfallen. Wenn wir das vereinigen wollen, dann brauchen wir zusätzliche Dimensionen. Und seitdem das ja experimentell tatsächlich auch bewiesen wurde, glauben wir daran, dass diese hochdimensionalen Theorien letztlich tatsächlich auf der subatomaren Ebene die Welt beschreiben. Das ist aber nicht der Subraum, der bei Star Trek eine Rolle spielt. Da ist etwas da, wenn man sich das überlegt, das ist toll. Also wenn man sich das, also nehmen wir mal an, wir hätten die Möglichkeit, tatsächlich irgendwie an einen solchen Raum ranzukommen. Ne? Das wäre wie, ja, auftauchen, was wegnehmen und wieder verschwinden. Man wäre in der Lage, die Wirklichkeit komplett zu manipulieren. Und zwar so, dass kein Mensch was merkt. Man haut ja über den Subraum ab. Ne? Ein Banküberfall. Geld weg und dann nichts wie Tunnel durch den Subraum und dann davon. Also die Serie Star Trek hat hier einen Begriff verwendet aus der Physik der 60er und 70er Jahre. Heute akuter denn je, heute moderner denn je. Denn wir kommen dieser Theorie für alles immer näher und näher. Aber sie verwendet ihn so, als wenn es eine Parallelwelt ist. Ein Paralleluniversum, was ständig um uns herum wabert, sodass ich eigentlich nur einen einzigen Schritt machen muss und schon bin ich im Subraum verschwunden und ich tauche irgendwo ganz anders auf, möglicherweise sogar mit völlig anderen Eigenschaften. Aber es ist möglicherweise die einzige Möglichkeit, mit dem Irrsinn des gesamten Universums klarzukommen. Wenn ich mir überlege, wir würden eines Tages tatsächlich mal irgendwo zwischen den Galaxien rumfliegen und wir möchten wieder nach Hause. Vielleicht geht das tatsächlich nur, indem man einen Tunnel durch den Subraum gräbt, um irgendwann wieder zu Hause anzukommen. Auf den Schirm. Die Sensoren zeigen eine Wasserstoff-Helium-Mischung an. Mit einem gefrorenen Heliumkern. Augenblick mal. Sagten Sie nicht etwas von einem Planeten der M-Klasse, bevor wir das Wurmloch passierten? Es ist möglich, dass die Sensoren durch die Energie des Wurmloches gestört wurden, Commander. Es ist eindeutig kein Planet der M-Klasse. Mr. Data, komplette Diagnose, um sicherzugehen, dass keine Dauerschäden durch das Wurmloch hervorgerufen wurden. Aye, Sir. Fennerich, bringen Sie uns zurück, Captain, auf einen Kurs, der... Was ist Nummer eins? Ich finde es merkwürdig, dass ein versagender Sensor eine solch spezifische Fehldeutung eines Planeten gibt. Ich hätte gedacht, eine Zeitraumstörung würde eine viel größere Fehlfunktion bewirken. Es ist denkbar, dass die Sensoren das Abbild eines existierenden Planeten auf der anderen Seite des Wurmloches erfassten. Tja, Störungen durch ein Wurmloch. Verzerrungen der Raumzeit. Puh. Also jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, da muss man sich ganz warm anziehen. Denn jetzt wird es wirklich schwierig. Wurmlöcher und schwarze Löcher. Also hier war ja nur von Wurmlöchern die Rede. Aber wenn man was vom Wurmloch verstehen will, dann muss man mit schwarzen Löchern anfangen. Ich kann es nicht ändern. Tja, das ist jetzt sehr schwierig für mich, weil es ist so viel Astrophysik, dass ich mich also festhalten muss, dass ich nicht wieder anfange bei Adam und Eva. Schwarze Löcher sind das Endresultat der
des Lebens eines schweren Sterns. Man muss mal so sagen, ne? Also ein Stern ist ein Fusionsreaktor. Also es werden Atomkerne miteinander verschmolzen. Und wenn nun irgendwann der Treibstoff im Innern eines Sterns verbraucht ist, dann fällt der Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Ne? Während normalerweise, wenn ein Stern strahlt, ne, hat man die frei werdende Energie im Innern, die drückt nach außen und balanciert damit die eigene Schwerkraft. Und hier haben wir es halt jetzt damit zu tun beim Schwarzen Loch, dass diese innere Energiequelle versagt und er ist unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Aus. Na. Wann wird ein Stern zum Schwarzen Loch? Natürlich nur dann, wenn er hinreichend kompakt ist. Denn allgemeine Relativitätstheorie sagt ja, Masse krümmt den Raum. Und wenn Masse also in einem sehr kleinen Volumen zusammengepresst ist, dann wird die Krümmung so stark, dass aus diesem Raum nichts mehr rauskommt. Keine Information mehr, kein Licht mehr, kein gar nichts. Dann hat man ein schwarzes Loch. Das heißt, wenn man sich das jetzt so überlegt, so ganz anschaulich, über was wirklich nicht einfach ist, ein schwarzes Loch führt sozusagen zu einer tiefen, 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 tiefen Mulde in der Raumzeit. Und führt damit zu einer Krümmung der Raumzeit, die geschlossen ist. Aus, das war's. Das ist ein schwarzes Loch. Und sofort stellt sich die Frage, wenn man sich das mal vor dem geistigen Auge so entwickeln lässt, was passiert eigentlich? So ein schwarzes Loch könnte ja der Eingang sein zu einem anderen Teil des Universums und dazwischen wäre ein Wurmloch und auf der anderen Seite käme wieder was raus. Sozusagen weißes Loch. Materie kommt da raus. Und die Verbindung ja, von dem weißen Loch oder von dem schwarzen Loch zum weißen Loch, das wäre sozusagen das Wurmloch. Eine interplanetare oder interstellare, noch bessere interstellare Abkürzung. Warum soll ich immer auf der Autobahn fahren, ja, wenn ich hier querfeld einfahren kann? So wird es tatsächlich gedacht. Wurmlöcher haben tatsächlich was ganz stark Abkürzungsartiges. Ja, wenn normalerweise ein Raumschiff immer nach vorne fliegt, in der Raumzeit, in der flachen Raumzeit, würde es, wenn es ein Wurmloch benutzte, abkürzen. Ja, während der Raum eben noch komplett flach ist, könnte man bei einem Wurmloch sozusagen durchstoßen und an der anderen Seite des Teils des Universums wieder rauskommen. So weit, so gut. Jetzt habe ich Ihre Anschauung aber wirklich genug strapaziert. Jetzt reden wir mal über die Fakten. Was sind die Fakten? Die Fakten sind, was die hier benutzen an Begriffen, ein Wurmloch ist tatsächlich eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie. Sowas gibt es. Also muss ich nochmal darauf hinweisen, Theorien in der Physik sind ja mathematische Theorien. Also man kann was ausrechnen. Da kommt also was raus, eine Lösung. Aber nicht jede Lösung wird auch in der Natur realisiert. Das ist der Unterschied zwischen Physik und Mathematik. Das, was man in der Mathematik ausrechnet, ist nicht immer das, was tatsächlich in der Natur auch möglich ist. Und da sind wir bei dem Punkt. Wir stellen uns ja hier immer die Frage, wie viel Science, also wie viel Wissenschaft, ist eigentlich in der Science-Fiction-Geschichte oder in der Science-Fiction, tja, in dem Science-Fiction-Epos Star Trek eigentlich wirklich drin. Und bei den Wurmlöchern ist die Wissenschaft, die hier drin ist, die mathematische Wissenschaft. Die Physik, die dahinter steckt, ist wahnsinnig kompliziert. Ja, wie mache ich das jetzt am besten, dass Sie mir nicht gleich abschalten? Denn wir müssen jetzt hier zwei Theorien zusammendocken, die gar nicht so einfach sind. Aber das, glauben wir, auf der Skala muss es Wurmlöcher geben. Ich will es mal sagen, mal Zahlen sagen. Wurmlöcher würden nach der gängigen Physik, nicht nach der Physik im Star Trek, sondern nach der gängigen Physik würden Wurmlöcher existieren auf einer räumlichen Längenskala von 10 hoch minus 33 Zentimeter. Das sagt Ihnen jetzt nichts, mir ehrlich gesagt auch nicht, aber man kann es so ausrechnen. Ja? Wann fängt die Raumzeit an und kollabiert, ja? Und wann wird sie quantenmechanisch relevant? Also Quantenmechanik auf der einen Seite, Relativitätstheorie gibt die kleinste Skala an, auf der eine solche Wurmlochsituation tatsächlich im Universum realisiert werden könnte. Nur da. Also um Ihnen mal einen Eindruck zu vermitteln, was 10 hoch minus 33 Zentimeter sind, 20 Größenordnungen kleiner als das Proton. Und das ist schon klein. Ein Proton ist ein Elementarteilchen. Es steckt im Atomkern drin. Also Wurmlöcher, nach der gängigen Physik sind also Wurmlöcher nur auf aller kleinsten Längenskalen überhaupt auch nur vorstellbar. Aber da sind sie dann auch tatsächlich möglich. Nur, was will man mit einem Wurmloch von 10 hoch minus 33 Zentimeter, wenn man ein Raumschiff von ein paar hundert Metern Ausdehnung da durchbringen will? Das geht ja gar nicht.
Das Riesenproblem ist vor allen Dingen, wenn man denn ein Teilchen in ein solches Mini-Wurmloch brächte, um diesen schönen Konjunktiv zu benutzen, dann würde es sofort kollabieren. Das würde also sofort in sich zusammenstürzen. Das heißt, man braucht für die Realisierung eines Wurmloches, braucht man Materie, die ganz anders aufgebaut ist als die Materie, aus der wir bestehen. Die moderne Physik macht hier tatsächlich Vorschläge. Es ist also nicht so, dass das erstunken und erlogen wäre mit den Wurmlöchern. Nee, nee, nee. Star Trek benutzt hier sozusagen Visionen aus dem Bereich der Quantengravitation, um die Reisemöglichkeiten für Raumschiffe der Flotte möglich zu machen. Also in diesem Sinne könnte man sagen, jawohl, Wurmlöcher sind Wissenschaft, sind theoretische Wissenschaft. Ob eine Theorie sich allerdings durchsetzt oder nicht, hängt natürlich schon davon ab, ob sie getestet werden kann. Also eine Theorie, die einfach nur irgendwelche Vorhersagen macht, die kein Mensch überprüfen kann, die ist natürlich also nicht besonders positiv belegt. Die Naturwissenschaften leben davon, dass die Auseinandersetzung zwischen Experiment und Theorie richtig verläuft. Wenn die Theorie eine Vorhersage macht und das Experiment sagt, das ist aber falsch, wir haben es nicht gemessen, dann muss die Theorie weggeworfen werden. Das heißt, auch bei einer Science-Fiction-Geschichte kann es manchmal vernünftiger sein, mal nachzufragen, ist denn das nun überhaupt möglich oder ist es vollkommener Unsinn? Und Wurmlöcher, das wissen wir, sind mathematische Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie, also Star Trek sozusagen ganz an der Front der modernen Theorie. Aber wir wissen wirklich überhaupt noch nicht, ob da irgendwas dran ist. Tatsache ist nur, wenn Sie in die Nähe eines Wurmlochs kommen, dann waren Sie vorher in der Nähe eines schwarzen Loches. Und da können Sie dem Herrgott auf den Knien danken, dass Sie das überhaupt überlebt haben, denn das sind die absoluten Extremzustände im Universum. Das ist der Platz zwischen Himmel und Hölle.